Oh, hallo ihr Lieben, wir sind im Dicken Engel. Heute haben wir ein besonders brisantes Thema. Man möchte es nicht glauben, es sind auch schon ganz viele da, wesentlich mehr als sonst, mehr als gestern zuerst mal beim Bernd da waren. Also ich bin begeistert. Es geht um Verschwörungstheorien und Piraten oder Piraten und Verschwörungstheorien. Da besteht nämlich eine gewisse Neigung und ein Zusammenhang. Das stört manche sehr, andere sagen, die den Verschwörungstheorien angehören oder die vertreten, dass das völlig normal ist und dass das einfach nur die Wahrheit von morgen ist und dass die Piraten eigentlich dafür da sein sollten, da in dieser Hinsicht offen zu sein. Ich bin da eher auf der Seite, zu sagen, die spinnen doch, aber jetzt kommt Bubel und der wird uns da mehr zu erzählen und ich weiß es nicht, zu welchem Ergebnis er kommt. Und später kommt wahrscheinlich noch die Elke über die Mumble Bridge, aber die ist noch nicht da. Also, du gibst mir jetzt die Einleitung, dass ich VTs verteidige. Das finde ich jetzt sehr nett von dir. Nein, ich wollte es möglichst offen lassen, damit die Nee. Spannung ins Unendliche steigt. Nee, also Grund für diese Session, die war ja im Anfang Juli, haben wir uns da mal unterhalten, oder über Twitter, glaube ich, auch nur. Mit dir und der Elke. War eigentlich mehr mal gedacht, der Umgang damit auf den Social Media Kanälen. Eine Frage habe ich noch. Ist es okay, wenn ich auch aufzeichne? Ich bin auch noch Mitglied der Skeptiker und die wird Ja, bestimmt klar. interessieren. Du weißt, wie das geht. Du Ja, musst einfach. auf den roten Knopf drücken. Genau, mach. Und wenn bei Also. mir was daneben geht, wende ich mich an dich. Okay. Okay, also Antriebsgrund meinerseits war eigentlich nur, es wird gefühlt, da ich solche Zahlen oder solche Daten nicht erhebe, aber es wird gefühlt, wird's immer mehr. Das letzte halbe Jahr, also eklatant mehr. Je größer diese Gruppen werden, ich spreche jetzt hier von Facebook und Google Plus, Auftritt der Bundespartei, wird es immer krasser. Nur kurz ein paar Worte zu mir. Im Pad drin ist eine Session vor circa einem halben Jahr, haben wir eine gemacht, wie das da drauf überhaupt abläuft. Wer darf wann wie was gepostet, was wird überhaupt gepostet, etc. Das glaube ich, könnte auch ein paar interessieren, nach diesem netten Plakat gestern, das bestimmt auch ein paar mitbekommen haben. Da drin wird es relativ schön erklärt, ist im Pad ungefähr in der Mitte. Welches Plakat? Jetzt bin ich etwas neugierig. Der Untergang? Welches Plakat? Irgendwie bin ich Glaube, kaputt. auf den Nein, du lebst einzelnen noch. Plakat bezieht er sich da, was auf dem Parteitag in Neumünster ausgehangen hat. Ah ja, okay. Er ist weg. Bummel, Bummel, du hört, man hört dich nicht. Bommel, Bommel, Bummel. Also jetzt bitte nicht meinen Referenten hier abkacken. Ja, sauber verlassen und dann wieder reinkommen, das ist gut. Lebst du wieder? Das ist Verschwörung. Die Aliens haben ihn sich geholt. Ah, da wieder, da wird's real, daran liegt es. Das sind die Leute, das Genau, sind bestimmt das die war jetzt Bildberger. die Bildberger und alles sowas. Gleich quietscht. So, das war jetzt natürlich wieder Das war die der Verschwörung. Klassiker. Ne, das war jetzt der Klassiker, jetzt haben wir selbst rausgekickt. Also, der Grund oder für dieses Event oder überhaupt das Thema war eigentlich eher Spezielles, nicht Verschwörungstheorien allgemein. Das können wir dann gerne machen, sondern einfach mal, was macht so eine Putzfrau wie ich auf so einem Auftritt mit 80.000 Leuten mit einer dementsprechenden Reichweite? Wie geht er mit solchen Verschwörungstheorien um? Oder jetzt auch die Facebook-Admins oder auch auf Google Plus. Was passiert da überhaupt? Und da hätte ich jetzt einfach 2, 3 Minuten mal gequatscht und dann auf die ersten Fragen einfach gewartet, weil vielleicht entwickelt sich dann ein nettes Gespräch. Im Pad steht's auch schon mal, jetzt ganz kurz nur runtergeschrieben. Umgang erst einmal damit, wird natürlich nicht zensiert, Ausrufezeichen. Hintergrund ist, es wäre einer Piratenpartei unwürdig, wenn ich mich jetzt aufschwingen würde und entscheide, was es war und was nicht. Es funktioniert nicht. Das kann, glaube ich, jeder hier nachvollziehen.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, solange da jeder, also es ist Read-Write-All, selbst für so Datenschutz-Mistauftritte wie Facebook, kann da jeder an die Pinnwand was posten. Und da gibt es, um euch mal ein Beispiel zu nennen, seit gut 1,5 Jahren, 2 Jahren gibt es einen genannt Fred Kreisel, der typische klassische Chemtrail-Verschwörer. Also Chemtrail, den meisten werden es kennen, ist im Endeffekt, dass Passagierflugzeuge Chemikalien zu, einerseits gibt es es zur Wetterbeeinflussung, andererseits auch zu Mind-Control-Zwecken, sprich, ich verstreue im Endeffekt was, was Bevölkerung ja in irgendeiner Weise beeinflusst, ob ruhig stellt oder ob gefügig oder was auch immer macht. Ausrotten, Ja, ausrotten. genau, ausrotten. Ist, wer da nicht dran glaubt, den hat es schon erwischt. Das fasziniert mich so sehr. Ja, die verdummen die Leute, damit die Massenmedien ihnen Sachen einreden können. Wir dürfen ihn jetzt nicht unterbrechen. Also, im Endeffekt, die Frage immer, dann kam der, postet was und dann regen sich erstmal 5, 4, 6, 8 Leute regen sich drüber auf. Boah, Piratenpartei, warum lasst ihr das zu, dass der sowas hier verbreiten kann? Hab dann öfter mal, wenn es wirklich so die Empörungswelle oder das Wording dann so schlimm wurde, dann bin ich da in den Thread im Endeffekt rein und ja, schon die Meinung drüber zu bilden, darf sich jeder noch, dass man jetzt da nicht viel davon halten muss, ist ja nicht zwingend, weil dann lese es nicht. Aber mich zu erdreisten und denen jetzt das Wort zu verbieten, den von der Seite zu schmeißen, zu bannen, weil er da seine Theorie ablässt, ist halt ein schwieriger Vorgang. Das will ich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, mich wird auch so der Arm der Partei irgendwann erschlagen, wenn ich da zum Zensieren anfange. Weil wo ist die Grenze? Also das heißt, es ist für mich als Einzelperson oder für die Admins da unmöglich oder auch für die Partei an sich zu entscheiden, wo ist die Wahrheit? Das ist eine philosophische Geschichte. Also, weil es ist ein Link drin auf Alternativlos 23. Verschwörungstheorien, die auf einmal wahr wurden oder später wahr wurden. Wäre halt bitter, wenn eine Piratenpartei da sich jetzt erdreistet, Meinungszensur einzuführen, weil das kann nicht sein, was nicht sein darf, quasi. Das wäre ein Rückschritt sondergleichen. Aber jetzt, was macht man damit? Der Typ ist da und fängt an zu spammen, nicht einmal am Tag, sondern minutenweise. Und dann kommt so eine kleine Putzfrau und weist ihn darauf hin, wenn er jetzt nicht das Spammen sofort aufhört, dann schmeiße ich ihn runter. Nicht wegen seinen Inhalten, sondern einfach, weil er hier typisch Facebook-Spam irgendwie im Minutentakt irgendeinen Rotz ablässt. Das ist einfach zur Pflege oder zum normalen Netiquette. Das gehört einfach dazu, meines Erachtens. Wolfschädel? Ja, wie verfahrt ihr dann mit den ultrarechten Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel Neuschwabenland etc., die ja nun wirklich auch teilweise, sage ich mal, am Rechtsgefüge wackeln und zum Teil auch Theorien vertreten, die nur, so nur wirklich in Deutschland zumindest nicht legal sind? Sehr schön, gleich ans Eingemachte. Wenn ich jetzt ehrlich zu dir bin, es gibt zwei Arten. Es gibt einmal diese nicht sofort erkennbare, diese perfide Anlockung über eigentlich gesellschaftskompatible Themen, die dann aber eben, so wie du gerade gesagt hast, in diese Richtung oder ja, jetzt sagen wir Reichsbürger oder diese BRD GmbH und Verneinung des Grundgesetzes und unseres Staates so quasi abdriften. Und es gibt ganz einfach die Posten dann Hakenkreuz. Also, Hakenkreuzposten, das ist bei moderierten oder bei solchen Auftritten, ja, Moderator, sobald bekannt, Kickbann und Adios. Genau das gleiche bei Sieg Heil-Kommentaren. Das heißt, wenn euch irgendwann mal sowas auffällt oder irgendwo jemand sowas dran postet, in Kommentaren oder an die Pinnwand, da lebe ich auch ja, im Endeffekt von Hinweisen. Aber es ist nicht viel. Also es ist ganz, ganz selten, dass eigentlich irgend so ein besoffener Trottel dann mal daherkommt und dann Sieg Heil-Ruf quasi als Kommentar ablässt. Diese perfideren oder diese schwieriger zu blickenden Sachen, wenn du jetzt kein Experte in diesen Sachen bist, nicht einen Nebenjob beim Verfassungsschutz oder was hast, blödes Thema, dann ist das schon mal erst einmal eine Schwelle, du musst es ja kennen, damit du überhaupt das verorten kannst. Also diese Neuschwabenland oder solche Geschichten, bin ich jetzt ganz ehrlich, ich hatte noch keinen Beitrag.
der so wo dahin verweist, was ich sehr viel habe. Das ist zum Beispiel, ich rate das einfach mal runter. Es ist Bilderberger, es ist Chemtrails, es ist die große Finanzverschwörung, ist jetzt wieder schwierig, ist ein ganz schwieriges Thema. Auf der einen Seite hast du da diese Leute, die irgendwo eine Judenverschwörung überall vermuten, und andere, die wollen einfach nur den ESM stoppen und wollen das eigentlich mehr aus noch eheren oder in Ordnung gründen, jetzt aus meiner subjektiven Wertung raus. Und dann gibt's andere, die zum Beispiel da posten, wie diese Reichsbürger so quasi, wir sind doch ein BRD, wir sind eine Besatzungszone noch immer nach dem Zweiten Weltkrieg und alles, was hier läuft, ist illegitim, weil darf gar nicht sein. Mit den krudesten Begründungen, die man sich vorstellen kann. Genau. Also, da wird's schon richtig spannend. Da ist jetzt nämlich wieder vom aktuellen Umgang her, es ist eine sehr extrem weiche und sanfte Kontrolle. Das heißt, es werden nur sofort strafrechtlich relevante Sachen, die erkennbar sind. Da ist kein Thema, da wird nicht lang diskutiert. Bei den anderen Geschichten wie BRD, GmbH, diese Reichsbürger, diese Geschichten, da ist es schon eine Stufe, ich gehe noch nicht mit einem Holzhammer rum, weil die Kollateralschäden sind krass. Also da lebe ich auch von Hinweisen, da lebe ich auch von meiner eigenen Erfahrung, wo ist jetzt was, wo driftet was ab, wo ist auch Schaden für die Partei, sobald es im Endeffekt richtig abdriftet. Gott sei Dank nicht oft der Fall, muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Also die es wird mehr und es ist so viel geworden, dass ich das einmal offensiv eigentlich jetzt auch einmal ansprechen wollte, auch mit so einem dicken Engel, dass da jeder mal die Augen auch gerne aufmacht zu dem Thema. Aber es ist jetzt nicht so, dass im Stundentakt da irgendwelche Neuschwabenland und irgendwelche Rattenfänger, sage ich mal, in die absolute radikale Ecke abdriften. Aber es ist vorhanden. Okay. So, dann hätte ich noch eine Bitte. Also wir sind hier 65 Leute. Es wäre nett, wenn ihr euch ins Wortmeldungspad eintragt. Im Moment habe ich keine Wortmeldung. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ganz angenehm. Normalerweise sagt entweder keiner was oder alle durcheinander. Sagt im Moment keiner was. Da hätte ich mal die Frage, welche Gesichtspunkte gibt es da, die objektiv sind, außer strafrelevant? Und welche Verschwörungstheorie hast du schon erlebt, die sich dann bewahrheitet hat? Weil das ist ja immer das, wo alle drauf hinaus wollen. Darf ich noch einen Link empfehlen für all diejenigen, die hier sind und sich damit nicht so auskennen? Ja, ich bin am besten ins Pit. Und zwar nennt sich die Seite Psiram, wird auch wahrscheinlich bei einigen bekannt sein. Ah ja, Esewatch. Genau. Oh ja. Kann ich die gleich sind aber selber nicht ganz unumstritten. Dass sie nicht unumstritten sind, dazu stehen sie aber auch. Sie sagen ja auch ganz offen, dass es hinterfragt werden muss. Darf ich dann ein kleines Praxisbeispiel? Ich habe nämlich extra eins gemacht für die Session heute. Also inhaltliche Kontrolle, was da drauf gepostet wird, findet nicht statt. Das ist ein Riesen, das war die letzte Session schon hier zu Facebook, ist ein Riesenproblem, weil alle diese Social Media Sites, egal ob es jetzt ein Landesverband betreibt, die Bundesseite oder irgendein kleiner Kreisverband, irgendeine Crew, wie soll ich das, also im Endeffekt, es gibt keinen, der bestimmt, was wird da gepostet und was nicht. Ich hoffe, das erschreckt jetzt niemanden. Es gibt seitdem ich das mache, seit 2009 mit Xing angefangen, jetzt Facebook und Google Plus, es gibt niemanden, der mir Sachen freigibt. Es gibt niemanden, der Sachen noch mit gegenliest oder sonst irgendwas. Es gibt ein Redaktionspad in dieser SG Social Media. Aber es ist keine SG Presse. Also es ist kein Bundesvorstand, der Beiträge freigibt. Hat Vor- und Nachteile. Erstens bin ich so quasi ein kleiner Typ, eine Putzfrau, ich bezeichne mich gerne als Putzfrau, der im Endeffekt da einen Shitstorm mal lostreten kann oder einen lindern kann oder einfach nur seine Pressemitteilungen verteilt. Das ist, was 75% ausmacht, ist Pressemitteilungen verteilen. Der Rest ist so ein bisschen Boulevard über Piraten mit Piratenkontext, mal hier eine Abstimmung, was ist euer Lieblingsgate? Aus diesem Kontext raus habe ich vor... Letzte Woche, ich glaube Mittwoch war es, mal in Mitternacht
Folgendes gemacht. Ich habe auf der einen Seite habe ich Psyram, früher ESOWATCH, einen Eintrag über die Band Die Bandbreite gepostet und ein Lied von Die Bandbreite dazu. Habt ihr das etwa selbst gemacht? Nee, das nicht. Das können wir, da können wir dann abdriften, weil das ist genau so eine Band, die genau solche Verschwörungstheorien und solche Sachen auch aufgreift. Das war dieses Land, was ist los in diesem Land, dieses Lied. Da sind auch 1, 2, 3 Sachen sind da drin und habe gesagt, okay, liebe Piraten, wie weit ist Diskussion oder was geht und was geht nicht? Rein vom Posting her. Sprich, man nimmt 2 polarisierende Sachen, einmal dieses Video und einmal den Eintrag drüber über diese Band bei Psyram. Das heißt, im Endeffekt es formiert eigentlich nur der Versuch, eben extra für diese Session heute auch, okay, wie reagieren die Leute? Sehen die jetzt halt einfach nur, okay, der postet jetzt da ein Video von einer Band, die nicht geht, die nicht in sein Wertekonstrukt oder in seine Welt passt? Oder okay, der postet jetzt da das Lied und diesen Negativeintrag über diese Band gleich noch mit dazu. Und dann kann man übers Inhaltliche diskutieren. Die bittere Erkenntnis ist, das Einzige, was eingeschlagen hat wie eine Bombe, ist, wow, wieso postet dieser Account jetzt dieses Lied? Also es drängelt sich sofort aus Leuten, deren was geht nicht und was erregt die oder was reibt die auf innerlich oder was Gehirnkrausen war vorher nochmal das Stichwort, auf das fokussieren sie sich dann. Also diese Versuche, ich will sie nicht öfter machen da drin, also ich poste am liebsten Pressemitteilungen, weil die sind gebackupt, die sind von der Partei und dann habe ich keine Diskussionen, wenn die da drüber kommen. War aber unglaublich interessant, wie dann die Diskussion abgedriftet ist. Ja, ist das jetzt eine linksradikale Band? Ist das jetzt eine rechtsradikale Band? Reichsbürger benutzen sie in irgendwelchen Einführungsveranstaltungen auf irgendwelchen Sachen. Das ist, da war zum Beispiel der Urban Pirate. Der hat mich dann angesprochen, hey, die benutzen das da auch. Dann gibt's ja eher aus der alten Welt oder aus dieser sehr, sehr, sehr weit links gerichtet, ist das eher wieder für die interessant. Also ganz, ganz wirre Diskussion. Dann einmal, das sind jetzt Nazis, dann sind's totale Linksterroristen, also Brandstifter und alles Mögliche und Kuddelmuddel quer wild und überhaupt nicht mehr einzukriegen, die ganzen Leute. Nicht so schlimm wie bei dem Plakat gestern, aber war schon eine Hausnummer, also Diskussion bis 5 in der Früh und wirklich auch Leute angeschrieben, hey, wieso mache ich das und überhaupt und pipapo. Steht unten der Link auch im Pad und jetzt tut's mir wirklich leid, mir macht selber keinen Spaß, dieses Facebook, aber wer da Interesse dran hat, gerne einfach mal diese Kommentare unten einfach mal anschauen. Es ist irre, es lebt jeder in seiner, also wir leben in einer absolut fragmentierten Welt und jeder hat eigentlich seine eigene Realität. Beim einen ist das Lied super, endlich traut sich das jemand, wie eine Partei, dieses zu posten. Für andere sagen, ja, das ist zu populistisch, das geht gar nicht, das ist immer der Pauschalvorwurf, alles was man postet ist populistisch. Die anderen haben dann einfach diesen Psyram-Link als Relativierung quasi komplett übersehen. Die anderen haben sich auf diesen Artikel gestürzt vom Psyram. Aha, der postet das und da steht eigentlich, das sind so und so böse Leute. Also richtig total fragmentierte Empfindung und Lebenswelt, was da draußen bei jedem Leser oder bei jedem Interessenten, bei dem das auf der Timeline durchrutscht. Also du kriegst es überhaupt nicht mehr gebacken. Und jetzt halt die Frage. Kann man sowas wie Verschwörungstheorien offensiv aufgreifen als Piratenpartei? Mal Frage in die Runde. Kann da irgendjemand mal Wortmeldung machen? Kann man die diskutieren? Ist das erlaubt? Sollte das da passieren oder soll man sie totschweigen? Ich habe nochmal eine Rückfrage. Was für einen Text hast du dazu nochmal geschrieben oder hast du es einfach kommentarlos reingestellt? Nee, ich habe schon einen Text. Moment, ich suche ihn gerade. Es geht jetzt um Facebook, oder? Jo. Um einen Beitrag auf Facebook, und zwar hier, ich lese ihn euch einfach kurz vor. Die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Einmal das Video von Die Bandbreite, was ist los in diesem Land, versus Psyram, Die Bandbreite. In Klammern, das Posting ist Absicht, um mal auszuloten, ob es möglich ist, sehr streitbare Dinge hier zu posten, solange man die Gegenseite ebenfalls berücksichtigt. Was meint ihr, Daumen hoch oder ein No-Go für die Zukunft? Also mal einfach nur in die Runde gefragt, okay, wollt ihr auch so richtige Kracherthemen
mit zwei komplett konträren Positionen. Kann man sowas diskutieren oder ist das ein absolutes No-Go? Sich zu Wort gemeldet. Gerne. Ja, hallo. Huhu. Also erstmal vorweg, das ist mit eines meiner Lieblingsthemen, warum ich auch bei den Piraten mit eingetreten bin. Weil zum einen, sagen wir mal, gegen harmlose Verschwörungstheorien, die erstmal niemandem wehtun, habe ich nichts. Für mich hört es dann auf, wenn Leute schwere finanzielle Verluste erleiden, die ihre Existenz gefährden oder ihr Leben. Unter dem Aspekt bin ich halt, was alle anderen Theorien und Konzepte angeht, relativ locker. Ich sage, okay, wer an Chemtrails glauben will, der kann das gerne tun. Faktisch sehe ich als Partei da keine Pflicht der Aufarbeitung, höchstens der Aufklärung. Das heißt, es gibt genug Positionen, zum Beispiel gerade Chemtrails, genug Studien, genug Wortmeldungen von Instituten, zuständigen Stellen etc., die das entsprechend entkräftet haben. Und von daher sehe ich da höchstens einen Aufklärungsbedarf hinsichtlich dazu, die Leute darauf zu stoßen, zu sagen, hey, nur weil irgendwas im Internet irgendwo auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass es da seine Berechtigung hat. Also Wissen und Medienkompetenz vermitteln. Richtig. Darf ich dazu mal kurz? Du stehst nicht auf der Liste. Ich nachher ein Wolfschädel. Jawohl, zu der Frage, ob solche Themen auf der Facebook-Seite erwünscht sind, da muss man ganz einfach die Frage stellen, sind Flame Wars auf der Facebook-Seite erwünscht, weil diese Themen führen automatisch dazu. Da hat man natürlich zum einen die Gläubigen, die das dann auch beinhart vertreten. Ich möchte sie jetzt nicht Spinner nennen, weil das wäre beleidigend, aber man hat halt die Gläubigen, die das beinhart vertreten, und man hat die Skeptiker, die dann da unter Umständen auch sehr, sehr wortkräftig gegen angehen. Mhm. Zum Beispiel in meinem Bereich wäre das, weil ich dieses Thema schon 148 Mal mit irgendwelchen Leuten durchgekaut habe und es mir langsam zum Halse raushängt, wenn da wieder sowas gepostet wird. Also es ist halt die Frage, was möchte man auf seiner Seite, glaube ich. Das ist ein Aspekt, aber was ich vorhin wichtig fand, das ist, wenn es da andere wirklich schädigen kann. Das ist ein Aspekt. Jetzt arbeite ich noch die Silvia ab und den Perplex und dann kannst du wieder ganz viel sagen. Silvia und danach Perplex. Ja, guten Abend. Ich bin ja heute ganz neu hier in der Runde. Diesen Beitrag auf der Piratenseite habe ich gesehen und ich habe da also auch selber zugeschrieben. Fand das jetzt aber nicht so krass, wie das auf manche da gewirkt hat. Konnte mich da also nicht so ereifern. Für mich war das überwiegend ein neues Thema und ich habe mich hinterher da auch noch drüber versucht zu informieren und von daher fand ich das okay. Insgesamt glaube ich schon, dass das einfach mit zur Internetlandschaft gehört. Danke, dann Perplex. Also zu den Chemtrails nochmal. Ich habe da jetzt nicht so das Problem mit, von mir aus dusche ich darunter auch. Aber was die Medienkompetenz angeht, es gibt auch von offiziellen Stellen, ich habe es jetzt gerade, von offiziellen Stellen PDFs in Form toxikologischer Gutachten und die sagen, das Zeug ist einfach scheiße, weil der Treibstoff eben so viel Additive enthält, um den erforderten um den erhöhten Anforderungen an Zündfähigkeit, Klopffestigkeit in den weiten Temperaturbereichen dort genügen zu können. Das musst du einfach so vorstellen, wie, weiß ich nicht, vor ungefähr 20 Jahren, da hat an den Tankstellen hier noch kein Hahn danach gekräht, dass die Abfüllstutzen da irgendwie möglichst dampfdicht sein mussten und das war dann auch noch heftiger verbleit. Und das ist so. Ich weiß jetzt nicht, von welchen Stellen diese Studien waren, ob das vom Federal Government war oder von irgendeinem Bundesstaat der USA. Auf jeden Fall kam das nicht von so einer Verschwörungsseite. Das war ganz offiziell. Irgendeine Behörde.
Gesund sind sie nicht, darüber sind wir uns einig, aber das, was die Verschwörer behaupten, ist sehr weit hergeholt. Ja, okay, die gehen jetzt natürlich davon aus, dass da jetzt extra noch irgendwelche Sprühvorrichtungen angebracht sind, die da zusätzlich noch irgendwelche tollen Mittelchen in wessen Auftrag und Absicht auch immer ausbringen. Das finde ich auch ziemlich blöd. Bummel, Bummel, Gott, ich bin auch besser heute. Nur eins zum ich glaube, die Silvia, oder eins noch vorher. Julitschka, genau. Das Krasse halt, oder das ganz, ganz Bittere, die Geschichte mit jedem Shitstorm oder mit jeder, was ist der Hauptantriebsgrund? Das ist eigentlich wieder diese andere Session, was wir schon mal gehabt haben. Warum überhaupt nicht nur Pressemitteilungen? Das ist ein Riesenpunkt. Warum erdreistet sich hier so ein Knaller wie ich, da diese so quasi die Partei zu kapern, zu missbrauchen, damit er seinen Mister absondern kann? Mache ich grundsätzlich erstmal nicht. Bummel? Du bist weg? Jo. Uhu. Vielleicht musst du noch mal raus und wieder rein. Ich weiß es nicht. Bummel, Bummel. Bummel, Bummel. Man hört dich nicht, man hört dich nicht. Es ist ganz wie früher bei den alten Computern, sowas ausmachen, wieder anmachen. If you try turning it on and off again. Wo ist er jetzt? Jetzt hat er irgendwie seinen Rechner aus dem Fenster geworfen. Ja, aber es ist schon auffällig, dass heute, ausgerechnet heute, unser Referent dauernd rausfliegt. Also, da sind schon irgendwelche Mächte. Kannst du jetzt reden? Das sind die schwarzen Hubschrauber mit ihren elektronischen Störmaßnahmen. Bummel. Das ist Harp. Harp strahlt auf Bobel aus gerade. Ist komplett auf Bobel fixiert. Im Pad steht auch irgendwie alles doppelt. Bummel, man hört dich immer noch nicht. Hörst du uns? Solange man dich nicht hört... Geht's jetzt wieder? Ja. Ja. Hey, zum Kotzen, echt sorry. Leute, ja, das sind die Strahlen. Ja, genau. Ist schuld. nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, wo ich vorhin rausgeflogen bin, aber nochmal zu Julitschka. Warum ist nicht nur die Pressemitteilung? Diese blöde Social-Media-Welt, nur Pressemitteilungen und den Leuten was zu posten, was zum Beispiel um EU-Konsultationen geht, wie die funktionieren und wie sie da mit einer Piratenpartei mitmachen können. Kriegt da drin 15 Klicks, 15 Daumen hoch. Ein Comic mit unser berühmter Wahlkampf-Comic Anfang des Jahres im Frühjahr mit dem, hey, wir haben das Programm, wir haben das und die anderen Parteien, nö, will ich nicht hören, pipapo. Das Ding hat 125.000 Views. Oh. Wenn man dann nur, und jetzt ist eine ganz schwierige Geschichte, wenn man dann nur die Pressemitteilungen postet, dann vergeudest du dieses ganze Potenzial, wo du überhaupt Leute neu erreichen kannst und überhaupt auf eine Piratenpartei aufmerksam machen kannst. Was machen die da überhaupt? Und jetzt ist das ein Riesendilemma. Weil mir steht es nicht zu, für eine ganze Partei mit so einer Meinungsvielfalt zu reden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen steht in meinem Twitter-Profil auch Vulkanreiter drin. Weil es geht gar nicht, das allen recht zu machen und jedem recht zu machen. Ganz wichtig, diese Geschichte mit, darf ich so Themen, so harte Standpunkte wie Bandbreite mit dem Psyram-Eintrag. Das ist die Frage stellen, hey, darf man sowas überhaupt, soll man sowas überhaupt hier diskutieren? Wenn das Brett einmal vorm Kopf ist und im Endeffekt diese Social Media Typen und Agenturen, die für andere Parteien das machen, die haben eine Heidenangst, die müssen sich das freigeben lassen, die sterben den organisatorischen Heldentod und auch vor der Verantwortung her, wenn die einmal einen Beitrag machen und die kriegen einen Shitstorm, dann haben die gleich im Job Probleme. Bei mir nicht, weil ich da absolut unabhängig bin. Und jetzt nur diese Verengung auf ein paar Admins, auf ein paar Leute. Das ist wie bei auch der Bundes-IT, dass da 10, 15 Leute Zugang an diese Daten hätten.
Ist ein ganz schwieriger, weil ich kann nicht alle 80.000 Leute da auf diesem Facebook-Profil zum Admin machen, weil dann existiert es nicht mehr. Ich kann auch nicht alle 35.000 oder 15.000 oder 20.000 aktiven Piraten zum Admin machen, dann funktioniert das auch nicht mehr. Das ist ein, ich glaube, nach der SG-Presse eigentlich die nächste tolle Baustelle. Ich habe keine Lösung dafür, außer User-Generated Content, was aber komplett Minderheitenschutz komplett ausblenden würde. Also da ein paar Möglichkeiten sind da. Ich habe es auch schon ein paar Mal angemeldet, dass das nicht lange so gut gehen wird. Ich hoffe nur, dass wir es über 2013 noch Bundestag, dass wir es schaffen, dass wir dann irgendwo da auch Leute dafür entlohnen können, die wo dann auch verpflichtet sind einer Partei und nicht nur dem Bundesvorstand, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob heute einer da ist. Dass das einfach auf den normalen, richtigen Füßen steht und nicht von Einzelpersonen abhängig ist. Aber, nochmal ganz kurz, die Frage, die ich mir auch immer selber stelle, bei jedem Beitrag, das ist ein Gewissensscheiß ohne Ende, da schwitze ich Rotz und Wasser, kann man sowas, geht sowas oder geht sowas gar nicht? Und da ich noch nie habe ich irgendwo aus irgendeiner Richtung eine am Deckel bekommen, außer für Rechtschreibfehler. Also, wird nicht ewig so sein, aber immer so diskussionswürdige oder so Diskussion zu starten mit findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, was meint ihr dazu, ist hoffentlich so lange wie möglich erlaubt, weil sonst sperren wir uns selber eine Tür zu an Themen und an Leute. Ist jetzt so meine Befürchtung, dass wir uns einfach eine Riesentür eigentlich zuschlagen, was wir an Themen aufnehmen könnten. Oder zumindest diskutieren können. Ja, aber Corbinian? Das ist ja nicht vertreten. Ja, Corbinian, genau. Ja, also die Frage war ja von dir, was geht und was geht nicht. Und du bist in einer ganz schwierigen Position und hast extrem viel Verantwortung. Ich weiß nicht, wie viele Freunde der Account hat, aber das Facebook-Profil ist ja schon extrem relevant für die Piratenpartei. Und deswegen, also ich habe auch das Gefühl, du machst es ganz gut so und stellst dich hier auch bedankenswerterweise zur Debatte. Ich würde grundsätzlich sagen, nur politische Themen sollten da überhaupt kommen. Also ich meine, Chemtrails und Verschwörungstheorien sind jetzt erstmal nicht wirklich politisch. Die Bandbreite, das Lied von die Bandbreite kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sind das natürlich Spinner. So wie du es gemacht hast, kann man das mal machen, so als Experiment, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, nur politische Themen, die auch für die Piraten relevant sind und dann halt auch nur Quellen benutzen, die halt auch seriös sind. Das Gegenteil, was du jetzt sagst, dass man nur Pressemitteilungen postet, natürlich auch Quatsch, das interessiert keine Sau, aber man kann ja trotzdem auch durchaus mal aus Zeitungen die Artikel verlinken oder irgend sowas, das kann man ja tun. Aber dann halt auch nur zu Themen, die für Piraten relevant sind. Also irgendwas zur großen Weltverschwörung auszugraben und das zu diskutieren, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht gut. Das hat da nichts verloren. Richtig. Deswegen passiert es auch nicht. Ich bin ja nicht irre. Aber nee, als einfach nur mit zum oder warum ich überhaupt diese Session oder wo ist was wahr, wo kann was sein, es ist ja nirgendwo definiert. Es ist eigentlich dann immer eine Selbstdynamik oder eine Eigendynamik. Okay, ja, jetzt hat er das Profil das gepostet, das ist jetzt doch mal interessant, mache ich mir meine Gedanken dazu und nö, so und so sehe ich das und kommentiere das. Andere Themen. Die driften halt dann sofort ab, so quasi, boah, ich will mehr Ernsthaftigkeit von euch, ihr seid doch keine richtige Partei. Dann kommt der nächste Kommentar, ja, Moment mal, das ist doch super, dass man überhaupt einmal so ein Thema überhaupt anspricht, weil keine andere Partei macht das überhaupt. Also das ist das ist so fragmentiert, das ist irre. Das ist ein riesen Kuckucksnest, sag ich's mal. Also so wie du das machst, finde ich es halt ganz gut. Du schreibst halt oft dann irgendwie so, bringst den Link und schreibst dann so, was haltet ihr davon? Das ist okay, weil du du machst dich dadurch halt nicht angreifbar, sondern forcierst halt eine Diskussion und dann können die Leute unter sich dann irgendwie reden. Das ist schon okay. Die Frage ist halt nur, problematisch wird es halt ab dem Punkt, wo du halt irgendwie einen Standpunkt vertrittst und sagst, das ist so. Richtig. So, Julitschka. Ja, und zwar, also ich vielleicht ist das vorhin ein bisschen falsch rübergekommen. Also es geht mir ja nicht darum, dass man bestimmte Themen in der Partei nicht diskutieren soll. Die Sache ist nur, mit welchem Ziel.
Sachen einfach nur anzusprechen, um sie anzusprechen, um darüber zu debattieren in irgendeiner Art und Weise, halte ich nicht für sinnvoll. Da gibt es genug Stellen, vorhin ist schon mal Psiram gefallen, wo man das machen kann, wo es Foren gibt, wo sich genügend Leute damit beschäftigen, wo auch Informationen gesammelt werden, Aufklärung betrieben wird. Da sehe ich einfach die Plattform der Thai nicht als geeignetes Mittel, das dort zu tun. Die Frage ergibt sich immer, was kann man machen, um bestimmte Sachen zum Beispiel aufzuklären? Gibt es Aufklärungsbedarf? Ist, wenn jetzt zum Beispiel, wie es auch gemacht wurde, ich glaube, die Grünen haben Chemtrails auch schon mal angesprochen und hatten dann auch entsprechend die hatten schon eine Anfrage gestellt, die wurde dann auch entsprechend beantwortet, wo sie dann eben auch auf die Fakten verwiesen haben. Also das kann man machen, das kann man auch aufbereiten. Nur ich sehe halt einfach unsere Arbeit nicht in der Aufklärungsarbeit, sondern in der konkreten Ausarbeitung von Positionen und Forderungen. Richtig. Ganz kurz nur ein Einwurf von mir. Regel Nummer 1 in diesem Social Media Fight Club ist www.kein-programm.de. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von allen diesen Dingen, die da verweisen auf den aktuellen Stand, was ist tatsächlich Parteimeinung, die auch legitimiert ist vom Parteitag. Diese, wo es schon anfängt, wo ich Riesenprobleme habe und wo ich auch mir, das ist jetzt leider ein bisschen weg von den Verschwörungstheorien, ich kann und darf zum Beispiel nicht auf eine Liquid Feedback INI verweisen. Weil alleine durch das, dass ich das auf so einen 80.000 Fans-Account schmeiße, ich Einfluss auf diese Meinungsbildung nehme. Ja, aber wieso, also ich meine, das macht der Twitter-Account ja auch. Moment. Ah, es ist, ich sehe es als gefährlich. Ich vermeide es so oft ich kann. Wenn jetzt zum Beispiel ein brandheißes Thema ist, wie zum Beispiel Beschneidung. Es gab keine Bundes-PM. Weil was will ich mich als Partei da als Pressemitteilung, was will ich da jetzt eine schreiben? Ich habe sowohl im SG Presse mitgelesen, habe dann gesehen, scheiße, da ist jetzt diese im Schnellverfahren, die ist jetzt fertig mit, ich glaube, 78% Abschaffung religiöser Bräuche. Ganz schwieriges Thema, ganz ein heißes Thema. Ich habe die tatsächlich rangezogen, nicht als offensiven Beitrag, sondern als Antwort auf Userfragen. Es gibt dazu keinen Parteitagsbeschluss, aber das hier ist meine Richtung, wie die Stimmung ist. Aber alleine das als offizieller Account zu tun, die in Twitter ist es einfacher, ganz ehrlich, liebe Leute. In Twitter ist das Niveau, jetzt nicht lachen, um einiges höher als auf Facebook. Lach ich nicht, beruhigt mich. Nee, es ist harte Erkenntnis. Ja, aber Ben, ich meine, du kannst es ja so machen. Jetzt haben wir mitgezwitschert, du kommst auch gleich noch dran, weil sonst ist Corbinian ist toll, aber er verwickelt Leute immer in Zwiegespräche und kein anderer kommt rein. Mitgezwitschert. Der Corbinian immer, hört man mich? Ja. Ja. Okay, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es ist ganz gut, das mal anzusprechen, weil wir haben so langsam irgendwie Piratengruppierungen, die da tatsächlich drauf drängen, dass wir irgendwie Programm und Stellung beziehen zu verschwörungstheoretischen Themen. Mhm. Da gibt es dann so Gruppierungen wie die AG Chemtrails oder sowas, die sich gründen wollten. AG 9-11? Ja, AG 9-11. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns irgendwie darüber unterhalten und auch innerhalb der Partei da mal darüber aufklären, was ist denn, oder wie, wo kann man sich informieren und wo kann man irgendwie noch mehr Informationen herbekommen, weil diese Seiten, wo solche Sachen stehen, wie diese 9-11-Verschwörung oder sowas, da gibt's ganz viele tausend Gründe, warum 9-11 nicht passiert ist und alles referenziert auf die nächste 9-11-Seite und da gibt's nochmal mehr Gründe oder gibt's wahrscheinlich die gleichen Gründe und alles klingt irgendwie logisch und wenn man sich da so durchklickt, dann ist das irgendwie logisch, aber man wird halt nie zu Seiten geleitet, wo irgendwie dann tatsächliche Berichte stehen und
das ist halt, das, wenn man da irgendwie draufkommt, dann ist es erstmal schwierig zu bewerten. Und deswegen muss man halt auch irgendwie mal von außen irgendwie drüber reden, dass man darauf hinweist, wo man sich dann weitere nähere Informationen holen kann. Christoph, ganz einfach, die AG 9-11 ist zum Beispiel einer dieser Punkte, die sehr aktiv sind, schon seit einem Dreivierteljahr. Und da auf die Pinnwand, also die haben das Piratenlogo auch drin in ihrem Logo mit 9-11 und diese Architekten bla 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 Untersuchung 9-11 nochmal aufleben zu lassen. Dem Kollegen, ich zensiere mit Absicht, ich will sowas nicht zensieren, weil das widerstrebt mir für so ein Thema Zensur. Es ist nicht strafrechtlich relevant, also was will ich da zensieren? Aber mit dem auch schon mal in Gespräche verwickelt, dem habe ich auch heute hier eingeladen, keine Ahnung, ob er auftaucht, den Herrn. Der hat mir zum Beispiel 100 Euro geboten, wenn ich mir einen halbstündigen Aufklärungsfilm anschaue. Nett. Ja, cool. Klar, nimm's doch. Nein, ach, das ist nee, nicht eben, ja genau. Es gibt ja viele von diesen Filmen, genau. Und im Grunde gibt es eigentlich nur eine Seite, wo alles irgendwie entkräftet wird, was in diesen Filmen da behauptet wird und auf diesen Seiten. Und ja, von daher ist es irgendwie so eine komische Situation, irgendwie 1000 Seiten, die irgendwie die Verschwörung anprangern und eine Seite, die darüber aufklärt. Da gibt es aber auch mehr als genug YouTube-Videos zu, nämlich zu der architektonischen Erklärung, warum das Gebäude so eingestürzt ist, wie es ist. So ist die Sache ja nicht. Da gibt es mehr als ein Video und, zu. Da vielleicht kurz ein Punkt. Da trete ich immer mit meinem Klammern auf mit Ben. Und ich habe mir tatsächlich darum gebeten, okay, dass er das macht, sei ihm freigestellt, ist in Ordnung. Bloß ob es eventuell nicht sein könnte, dass er vielleicht doch ein etwas in die Gegenwart und Zukunft schaut. Sprich, nicht dieses Event von vor 11 Jahren wieder aufleben lässt, sondern schauen, okay, daraus ist Kampf gegen Terror, Patriot Act, da ist dieser Krieg entstanden, da ist das entstanden, da kam alles wie unsere Sicherheitsarchitektur jetzt für ein DOS so ein Thema, wie schaut das auf der Welt aus? Das ist für mich tatsächlich dann als Folge von diesem Event, wer auch immer, was da jetzt gemacht hat. Ich versuche trotzdem immer noch, keine Ahnung, ob das so eine Weltrettungsader ist oder sonst was, den vielleicht in die Realität zu zerren und hey, schau doch mal lieber hier ein Thema vielleicht, wo man tatsächlich aktiv was machen kann. Aber es ist halt vergebene Liebesmühe ab und zu. Entschuldigung, wenn ich mich so einschalte, aber das ist jetzt ganz spontan. Ich gehe ganz kurz. Ich bin selber, ich sag mal, indirekt Betroffener von 9-11. Ich habe ein Familienmitglied da auf den Türmen verloren und ich finde es einfach eine Riesensauerei, wenn sich da so Leute hinstellen und sagen, das waren die USA. Ist aber, wie gesagt, meine Meinung dazu. Ja, das denke ich auch. Also es geht da auch um die Leute, aber ich mache jetzt einfach mal weiter, weil bei diesem Thema, sonst ist es häufig so, dass ich die ganze Zeit plappern muss, aber diesmal ist es nicht so. Silvia. Ja, ich nochmal, danke. Also diesmal musste ich mir einen Zettel machen. Ich möchte mich mal direkt an den Bummel wenden. Also ich bin vor ein paar Monaten über Facebook zu den Piraten gekommen. Und ich habe da wirklich jeden Tag gelesen, bevor ich mich überhaupt da mal zu Wort gemeldet habe. Und ich möchte dir mal als Rückmeldung geben, dass ich finde, dass ihr sehr sehr bewusst und verantwortungsvoll mit den Artikeln, die ihr da reinsetzt, umgeht. Also das spürt man auch, wenn man über längere Zeit wirklich jeden Tag die ganzen Artikel da liest. Und ansonsten wollte ich sagen, was die für Verschwörungstheorien angeht, ich finde sie interessant. Ich gucke auch im Fernsehen gerne die Berichte und ich habe auch Spaß, wenn die dann tatsächlich widerlegt werden können. Obwohl man das ja dann auch sehen kann, wie man will. Aber ich finde es auch einfach interessant. Ja, also das Angucken, ich bin ja auch immer noch für die Mondverschwörung. Ich weiß, die gibt sie, aber ist egal. Oh, also Klassiker. Ja, der ist aber auch so schön mit den vielen Schatten und hat sich da was gespiegelt. Wieso postet sowas nie jemand? Es gibt jetzt übrigens auch wieder eine Marsverschwörung, nur so als Info. Es kommen da jetzt auch schon wieder Verschwörungstheorien an zur Landung von Curiosity. Ja, jo. Das ist klar. Also, da warte ich aber noch, bis das so ein bisschen Fleisch hat. Kira, lass mal den Boris reden, wenn genau. Er mittlerweile ein Mikro hat. Ja, das. Ich bin erstaunt, weil ich habe ihn so oft gebeten und heute kann er dann plötzlich. Oder er stellt sie im Text, im Chat. Turbo, sprich, Boris. Ja, man genau. Hört dich nicht. Hinten anstellen. Pro-Tu.
Ich mach dich nicht weg, sondern du kannst noch ein bisschen spielen. Mach doch diesen bei Konfiguration den Audio-Assistenten, so das für Anfänger. Proto. Pro, oder wie heißt du auch immer? Pro. Pro. Zwei. Pro. Putz. Okay, sorry. Ja, mit dem Informieren, das finde ich ja alles ganz interessant, ja. Aber ich finde, wir haben gerade momentan eigentlich so viele wichtige Themen, ja, die diese Aufmerksamkeit und diese Öffentlichkeit, die halt eben dieses Facebook-Portal auch herstellt, brauchen. Warum sollten wir diese wichtige Zeit denn diesen komischen Nischenthemen hingeben, wenn wir doch auch viel wichtigere Sachen haben, um die wir uns kümmern müssen? Ist berechtigt, passiert auch so eigentlich nicht. Die Frage geht nur ums Grundsätzliche. Habe ich eine Schere im Kopf oder habe ich sie nicht? Das war einfach mal so meine Frage an euch, wenn ihr euch jetzt schon mal so versammelt hier habt. Wie gesagt, die Möglichkeit hier eine Fabrik und hier PM1, hier eine PM aus Bayern, hier eine PM aus Hamburg, das ist eh Standard. Das ist so tägliches Daily Business. Aber ist zum Beispiel jetzt so was ist, ein blödes Beispiel, irgendein Jahrestag. Kennedy, keine Ahnung. Ich habe selber keinen Bock, sowas zu posten, weil das geht nicht ums Politische und das bringt einer Piratenpartei nichts. Irgendwas, was jetzt einfach Diskussion ohne Ende auslöst, wie eine Bombe reinknallt. Ob sowas möglich, ob sowas gewollt ist, ob so ich meine, ich kann nicht reingehen, findet, seid ihr jetzt mehr links oder seid ihr mehr rechts, unterhaltet euch doch mal miteinander und werdet glücklich. Das wird so nicht funktionieren. Aber einfach zwei gegensätzliche Punkte da Ja, einfach aber mit zur man Sprache kann es setzen. doch, aber ich weiß nicht, bei Facebook, ich habe zwar Facebook, aber ich benutze es nie. Im Forum ist es ganz gut geregelt, da macht es der Postbi, der ist auch gerade da. Da kommt es zu Sonstiges und da geht es hunderte von Seiten lang und da kommen die Argumente hin und her und da stört es nicht in anderen Bereichen. Also wenn man das irgendwie trennen könnte, aber ich glaube, das geht bei Facebook nicht. Ja, doch, man könnte im Endeffekt ein externes Forum, oder mir hat mal ja jemand schon angesprochen vor 3, 4 Wochen, dass Facebook da umstellt. Die Frage ist halt, ob man jetzt da wirklich noch mal ein Forum gründet. Ich habe gesagt, der soll sich nach meinem Urlaub noch mal melden, dass man sich das mal anschaut. Jetzt kein so Hauptziel. Also wenn der mich überzeugt vom Gegenteil, gerne. Okay, das war jetzt nur eine Idee. Ein Forum ist ja sowieso was anderes als Facebook und Richtig. Also jetzt ist es so, wenn da ein Beitrag, nur für dich, Kira, ganz kurz, wenn da ein Beitrag gepostet wird, dann landet der in Facebook sozusagen bei den Leuten auch wie bei Twitter in der Timeline. Das rutscht dann rechts so quasi durch oder sie sehen es halt, wenn sie die Seite gerade aktualisieren, dann sehen sie halt, oh, Piratenpartei hat was geschrieben. Dann sehen sie einen Textanriss. Ist halt mittlerweile so, dass das innerhalb von einer Viertelstunde mal im Durchschnitt so 8.000 bis 10.000 Leute sehen. Okay, fragen wir den Boris nochmal. Hast du dich gerichtet? Hallo? Ja, Jo. gerichtet. Jo. Okay, also ich habe so einen Eindruck, dass wir ein bisschen abdriften, weil ich meine, Bummel, wenn du sagst, dass du nicht mal Liquid Feedback-Initiativen dich wirklich traust zu posten, weil das eine Beeinflussung sein könnte, was gibt es dann überhaupt zu diskutieren, ob wir irgendwelchen Bockmist zu Verschwörungstheorien rausbringen sollten? Weil wir Nee, haben ich will. definitiv. Wow. Oder was ist die Frage? Ja, stopp, stopp, stopp. Vermischung. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendeine Verschwörungstheorie überhaupt über irgendeinen Account zu jagen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist abgedriftet von dem, was darf überhaupt sein, was darf gepostet werden und was nicht. Gibt es eine Schere im Kopf? Das hat jetzt gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Die Verschwörungstheorien finden nicht durch einen Bundesaccount statt, sprich mit dieser Reichweite, sondern durch fremde Leute, die drauf posten. Die haben auch nicht tausende Leute, was die abholen, sondern einfach mal ja, so 200, so 300, so am Tag, was da direkt drauf schauen. Also das ist auf gar keinen Fall. Ich werde Okay, nicht. nee, weil ich habe schon Angst bekommen, ob da diskutiert wird, ob wir Puh. Verschwörungstheorien über den Nein. Bundesaccount jagen sollen. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Nur ja, da wäre ich Ware. aber vor. Nur Boris, nur Ware. Das sicher nicht, aber ich Hallo, du mein bist nicht Punkt. dran. Corbinian ist dran. Gleich aber. Gleich ist dran. Ja, also ich habe jetzt nicht, wie gesagt, ich habe jetzt nicht Gefühl, dass du da irgendwie unverantwortungsvoll damit umgehst mit deinem Account.
Natürlich solltest du eine Schere im Kopf haben, ist ja vollkommen klar. Also, weil du bist ja nicht dein persönlicher Account, sondern du bist ja da sehr verantwortlich. Richtig. Also solltest du eine Schere im Kopf haben, das ist jetzt auf jeden Fall klar, für mich zumindest. Aber was mir aufgefallen ist, bei Facebook klappt das meiner Meinung nach ganz gut, aber ich wurde mal angesprochen wegen dem YouTube-Account. Und da muss ich sagen, werden echt strange Sachen gepostet teilweise. Da habe ich auch den Bundesvorstand schon angesprochen und es ist auch ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, ob das inzwischen gefixt ist, wer dafür verantwortlich ist. Ich finde es grundsätzlich fragwürdig, wenn eine Person nur für so einen Account verantwortlich ist. Bei einem Twitter-Account ist es ein Team, das ist okay. Da schreibt man seinen Kürzel hinter, machen die jetzt glaube ich auch nicht, aber sollte man tun sowas. Also man sollte immer zwei, drei Leute suchen, mit denen man das gemeinsam macht, sodass wir zwei Leute draufschauen können. Das finde ich halt total wichtig. Und bei einem YouTube-Account, ich weiß nicht, was jetzt momentan der Status ist. Ich habe das jetzt schon oft genug angesprochen. Ich hoffe, die haben da irgendwas gemacht. Wir haben schon mal telefoniert da vor einem halben Jahr. Es gab noch mal den Hinweis erneut. Ich habe es mir damals angeschaut, Corbinian. Es ist jetzt nicht. Also ich versuche mir mehr Mühe zu geben, so umschreibe ich es jetzt mal, damit ich überhaupt nicht in so ein Thema komme, mit sowas zu posten auf Facebook. Der Unterschied ist halt, bei Facebook kannst du einen Kommentar dazu schreiben. Dann kannst du schreiben, hier ist mal ein Video, schaut es euch an, was haltet ihr davon? Dann kannst du Diskussionen starten. Bei YouTube wird es einfach kommentarlos reingepostet und dann wirkt es so, als wäre das die Meinung der Piratenpartei. Und das ist halt das große Problem. Bei YouTube sollte da überhaupt nichts kommen, was nicht direkt von den Piraten ist, meiner Meinung nach. Ja, aber das gleiche Problem hast du auf Facebook, habe ich auch. Also, das Problem ist, die Leute sind in Facebook oder allgemein, die sind mittlerweile so, das ist jetzt ein Pauschalurteil, aber so oberflächlich. Es wird nicht mehr geklickt, es wird nicht mehr auf die Quelle gelesen. Es wird nur noch der Abriss, die ein, zwei Sätze dazu. Und das weiß ich, zum Beispiel, ich kündige eine PM an aus Hamburg zur Energiewende. Und schreibt da, lesen wir vorher den Text durch und interpretiere und versucht es in eine schöne, angenehme Sprache rüberzubringen, möglichst ohne Tippfehler, sonst ist eh wieder die Hölle los, und versucht es einfach so zu umschreiben, was passiert da drin. Oder ich nehme ein Zitat vor irgendeinem Vorstand. Das Problem ist, die lesen nur diese Überschrift. Und das ist so verengend und so eine kleine, kleine, verengte Welt, wo manche leben, dass es nur noch wehtut. Ja, aber das stört mich auch sehr, dass die meisten Menschen offensichtlich heute keine längeren Texte und länger fängt irgendwie bei einer halben Seite an, mehr in der Lage sind zu lesen. Dann heißt es immer Textwall, lese ich nicht. Was hast du gesagt? Sag es in einem Satz. Und das geht bei manchen Dingen nicht. Ja, das liegt aber auch an den Texten, die meistens nicht mehr aussagen, als die Überschrift aussagt. Es stimmt doch gar nicht. Das ist der Twitter-Effekt vielleicht. Ich kann noch, also ich twittere, aber ich kann noch richtig Bücher lesen. Hey, hey, hey. Stefan, du kannst jetzt weiterreden. Ja, dann sind wir schon zwei, wo Bücher lesen können, denke ich. Ben, ich würde mal gerade interessieren, was magst du jetzt nochmal gerade? Facebook, irgendwie Piraten-Seite oder was? Also, was ich aktuell unterwegs bin, ist einmal Google Plus Profil mit, das sind ungefähr 4-5 Admins. Einer, der noch am aktiveren ist, ist der InsideX. Den vielleicht ein paar kennen. Facebook-Auftritt seit Anfang 2011, also jetzt über 1,5 Jahre. Damals unter Lead noch Thorsten Schreiber. Im Endeffekt damals noch Social-Media-Koordinator, der dann Ende letzten Jahres wegen Krankheitsfall in der Familie inaktiv, oder er ist noch berechtigt drauf auf der Page, ist aber inaktiv. Und der Sebastian Bartsch, also wir sind eigentlich so 2,5 Leute. Okay, davon post, also das ist die Bundesparteiauftritt, das sind jetzt 79.300 Schlag mich tot Leute. Google Plus sind 7.000 circa Leute und Xing mit 4.100. Ja, und für Social Media, also der Piratenpartei dann so zuständig auch. Im Endeffekt mache ich Putzfrau für diese drei Auftritte und spreade da Sachen im Piratensinne, damit wir im Bundestag kommen. Ach so, das ist, also das als Ziel dann ausdrücklich, oder? Ich sehe das ganz locker, schon, weil, klar, okay. Ich bin genauso wie hier in meinem Kreisverband, bin ich die Chefputzfrau, genauso mache ich Putzfrau auf diesen. Also eigentlich nur die Pflege, diese inhaltliche Content, wo viele andere Parteien Hunderttausende von Euros ausgeben, reines Ehrenamt und Idealismus, damit wir schön da 2013 Spaß haben. Die anderen mit uns, hoffe ich. Jo.
Mein Punkt ist eigentlich, wie stehst du denn zu alle schon Rauch, .blogspot.com zum Beispiel? Das ist für mich ja die Verschwörungsseite jetzt oft. Jupp. Und Manfred Petritsch. Ich poste da ja auch öfters mal einen Artikel draus, so ne, auf diverse Multiplikatoren so im Social Webs und kann ich dir ganz einfach beantworten. Alles Schall und Rauch habe ich gekannt vor dem Piraten. Um mal so einzusteigen. Mein Wissen oder meine kleine Welt, die ich kenne, hat viele Sachen da drin gesagt, okay, das ist schon ein bisschen sehr krass und abgehoben. Andere Sachen durchaus interessant. Und zwar interessant in der Form, ja, da könnte tatsächlich was dran sein. Ob das jetzt wahr ist, ob das eine Verschwörung ist, ob das eine Theorie ist oder tatsächlich wahr, ich weiß es nicht. Das wird irgendwann die Geschichte zeigen. Ich habe einen Fall vor einem Jahr, ist alles. Und er ist wieder weg, oder? Und er ist wieder weg. Wollte uns gerade die geheimen Informationen geben. Genau, er wollte jetzt gerade, ich hatte einen Fall und damit war er weg. What the fuck? Bull, das ja, ist hallo, hallo. Ja, jetzt bist du da. Jetzt bin ich übers Handy. Ja, jetzt kann man dich hören. Jetzt haben wir nämlich extra Backup-Leitung gelegt. Also, zu Alle Schall und Rauch waren wir stehen geblieben. Yep. Ja, was Facebook hat global alle Links auf diese Alle Schall und Rauch-Seite zensiert. Wer? Tatsächlich okay. Hart rausgenommen. Du wolltest sie im Endeffekt reinschreiben in dein Kommentarfeld. Und war nicht möglich. Die ganze Domain einfach, wie eine kleine DNS-Sperre oder eine kleine Block von dieser Page einfach da war. Da war ich dann so frei. Ich habe da tatsächlich einen Beitrag, der jetzt nicht total abgedriftet war, gesagt, okay, Moment mal, so geht das hier nicht. Kopiert auf einen privaten Blog und rüber nochmal auf Facebook. Weil Zensur so in der Form liebe ich mal gar nicht. Ob alles Schall und Rauch so clean ist, ja, mei, es ist um blöde Vergleiche zu machen, wir haben hier mehrere Blogs, die in Dreck gezogen oder die jetzt nicht den Ruf haben, genauso wie vielleicht auch mein privater, das ist auch viel über Afghanistan zum Beispiel drin, das jetzt auch nicht Parteimeinung ist, die Freiheit muss aber da sein. Also man muss nicht alles glauben, was da drin steht, aber grundsätzlich denen es möglich zu machen, dass sie stattfinden, das ist mir wichtig. Frage beantwortet oder noch nicht? Ja, aber die Frage, man sieht jetzt nicht, ob es stattfindet, aber die Frage ist nicht dran. Leviathan, Schere im Kopf. Moment, welchen Frage beantwortet? Also generell ist sie beantwortet, bloß ich hatte ja noch gerade, mich interessiert nämlich diese Financial News, wo der Manfred Petritsch da immer schreibt. Ich meine, der war ja Banker bei einer US-Großbank für ich weiß nicht wie lange. Und da ist auch in der Schweiz, denke ich mal, da in seinem, also hat da also Bankkenntnisse, so als Banker, wo, also Insider hat er auch Kunden gehabt, ja, hat schon Insider und da so großes Erfahrungswert, also viel Wissen gesammelt, denke ich mal. Und zum Beispiel jetzt ist gerade Nationalbank, musste wieder massiv Euros kaufen. Also solche Titel dann, die Threads lese ich mir dann auch durch und tue sie bei Gelegenheit posten. Also privat, ganz ehrlich, Frage, privat würde ich es mir vielleicht noch durchlesen, habe ich leider zu wenig Zeit, dank Piraten, das zu posten auf einer Piratenparteiseite, no-go. Solange ich zum Beispiel, ganz einfaches Thema, ESM, was mich Leute genervt haben, hey, post doch mal was über ein ESM. geht nicht, solange hier kein Parteitagsbeschluss, der wenigstens nicht irgendwo auf Landesebene da ist, dann werde ich einen Teufel tun. Sehr weise. Sehr weise. Und vor allem, das ist Stefans Hobby. Der möchte nur sein Hobby auf der Seite sehen. Das ist ja gut. Das ist ja diese Vielfalt bei Piraten ist ja geil. Das Problem ist nur diesen auch wieder Schere im Kopf. Wenn das jemand jetzt richtig intelligent macht und da gibt es Mindfuck kann man es nennen, so Beeinflussungsmaßnahmen. Wie komme ich an den Menschen ran? Wie kriege ich den hin, dass er in meinem Sinne was macht? wenn das jemand im Endeffekt an diese neuralgischen Punkte, auf diese Admins, ob in der IT, Piraten-IT oder in YouTube oder in hier meiner einer für Facebook. Das sind so neuralgische Punkte, wenn da einer versucht, an mich ranzukommen,
ist gefährlich. Das ist nur eine Person. Das ist halt keine AG oder das ist ein basisdemokratisch gewähltes Gremium oder ein Parteitag. Das ist halt das Gefährliche. Und ich werde einen Teufel tun, wenn ich nicht irgendwo schwarz auf weiß stehen habe. In Thüringen ist das und das beschlossen worden, wie Verfassungsschutz abschaffen. Dann kann ich mal, hey, liebe Leute, schaut mal hin, in Thüringen, die Piraten haben das und das gemacht. Was haltet ihr davon? Dann ist das fair. Aber alles andere, ganz, ganz schwierig. Außenpolitik, das Gleiche. Was würde ich gern? Was würde ich persönlich gern? Ich würde da so draufhauen. Aber ich kann es nicht machen, weil ich kann es der Partei nicht antun, weil wenn da kein Parteitagsbeschluss da ist, dann bin ich falsch an diesem Platz. Okay, ganz kurz, das finde ich super, wie du das dann magst, dass du da integer bist. Bloß jetzt gerade zum ESM, da ist ja dir schon, hast du mitbekommen, dass sich der Bufo auch da geäußert hat, also ja, das ja. Piratenpartei gegen ESM und es gibt auch diverse Arbeitsgruppen. Also das erste Mal geäußert habe ich mich, wie NRW Parteitag hatte. Oder Hessen, irgendeiner von diesen beiden Landesverbänden, wie der erste Beschluss da war. Mal in die Runde gefragt. Aber vorher, ich werde einen Teufel tun und da die Partei missbrauchen. Also widerstrebt mir, weil das macht uns dann auf Dauer so oder so kaputt. Wenn man da einfach so krass in die Vollen gehen mit irgendeinem Thema, was überhaupt die Parteitag gar nicht beschlossen hat. Das geht gar nicht. Ja, also kein Instrument. Ja, natürlich. Das ist nicht nur Selbstschutz. Bock hätte ich auf ganz vieles. Da wäre ich auch mit Frontex und mit solchen Dingen. Frontex muss ich dazu sagen, wie das alles noch ein bisschen vor Berlin ein bisschen entspannter war. So Themen, wenn man da mal in die Vergangenheit schaut, auf diesem Facebook-Profil, da findet man schon zum Beispiel auch mal dieses von Nord Extra 3. Diese Satire-Sendung aus dem Norden, ich als Bayer tue mir immer schwer mit dem Nils Ruf damals, der hat damals im Frontex verfilmt. Mit diesen, wo sie an Afrika und an Europas Grenzen etc. Eigentlich im Endeffekt verrecken auch. Das ist damals schon auch gepostet worden, was man davon hält. Und das ist zum Beispiel schon wieder so eine grenzwertige Geschichte. Bloß damals waren das 7.000 oder 8.000 Leute, die das, davon haben es vielleicht 100, 200 mit einem Daumen hoch gemacht und da ist kein Shitstorm rausgekommen. Heute würde man mich nageln von anderen Parteien. Ja, wie ist denn euer Beschluss da dazu? Also es ist Schere im Kopf ist schon da. Ja, das muss auch, weil passt auch. Beobachtet von allen Leviathan. Kann man mich hören? Jo. Ja. Also das erste. Jetzt kann man dich nicht mehr. Ja, genau. Komm, fängst du sprechen an. Du musst das Knöpfchen drücken. Geht im Moment nicht. Ich nehme den nächsten, behalte dich aber im Kopf, mitgezwitschert. Ja, ich kann das auch ziemlich gut nachempfinden, dass du erzählst, dass viele Leute nur noch die Titel lesen und nicht mehr groß weiterlesen, weil ich habe so eine Liste von Artikeln, die ich noch lesen will und da schmeiße ich regelmäßig Artikel raus, die schon so uralt sind, dass ich sie nicht mehr lesen werde. Was sich aber immer ganz gut macht, sind eben stattdessen irgendwie Podcasts zu hören, wenn man irgendwie unterwegs ist oder gerade mit der Bahn fährt oder sowas. Mhm. Da gibt es auch einen ganz guten Podcast zu Verschwörungstheorien und der nennt sich Hoaxilla und da werden im Prinzip so ziemlich alle gängigen Verschwörungstheorien wurden da auch schon mal aufgegriffen, aber auch Mythen und Sagen und sowas und das ist wirklich sehr interessant. Da gibt es Sachen zu 9/11, da gibt es Sachen zu den Chemtrails, da gibt es Sachen zu den diesen Reichsbürgern oder den Flugscheiben und der ist amüsant, der Podcast, und doch ganz lehrreich auch. Link bitte unten rein. Was sagst du? Einfach den Link mal posten. Hoaxilla, da steht er schon. Genau. Den habe ich schon mit reingepackt. Ja, klingt cool. Zum Zeitvertreib mal nicht schlecht. Nee, aber so auch die so Sessions, wenn jetzt irgendwie ein CCC so mal in diese Richtung, der Jahresrückblick oder sonst was, da bin ich halt immer versucht, weil das ist halt schon cool. Weil die machen das auch witzig und zeigen, okay, hier war die und die Action. Und das ist, wenn so Kraut und Rüben, es gibt keinen so Weihnachten, irgendwie Ferien, das ist so richtig saure Gurkenzeit eigentlich. Okay, was befüllst du, damit du da ein bisschen wieder Content drauf kriegst? Ist ja auch nichts anderes wie eine Content-Fabrik, so ein Social-Media-Kanal. Dann so Dinge wie kann man zum Beispiel politische
Arbeit auf diesen verschiedenen Ebenen. Da gab es beim letzten 29C3, glaube ich, war das, gab es so einen geilen Vortrag mit, okay, ihr könnt hier an dieser Stelle ansetzen, dann könnt ihr das per Demonstration beeinflussen. Ihr könnt hier die Leute so richtig dran kriegen mit, wenn ihr da oben reingeht. Ihr macht zum Beispiel sowas wie die Yes-Man in diese Richtung. Und das poste ich halt gern, weil es einfach so Allgemeinbildung, politische Willensbildung, wie läuft der Apparat eigentlich? Das ist nichts anderes, wie ein kleiner, besserer Sozialkundelehrer. Weiß nicht, ob es mir zusteht, aber das ist halt eher noch so Dinge, die wo ich nehmen kann, weil sie unverfänglich sind und einfach nur Leute, okay, so und so läuft dieser Apparat hier, so läuft dieser Staat und dieses System. Das ist, glaube ich, das schadet nicht. Oder tut nicht weh, sagen wir es mal so rum. Corbinian! Genau, Corbinian. Ich wollte mal auf dieses ESM-Thema. Also da gibt es ja jetzt Beschlüsse. Auf Bundesebene haben wir einen ziemlich mitkriegenden Beschluss, aber da kann man auch schon was mit anfangen. In NRW gibt es auch einen Beschluss dazu inzwischen, der da leider getroffen wurde. Ich bin kein besonders großer Fan davon, aber egal. Das ist ein gutes Thema. Wie wählst du dann, ich weiß nicht, ob du das jetzt machst, aber wenn du da irgendwie was auswählst, irgendwie Videos dazu oder so, wie wählst du aus, ob die jetzt passen oder nicht? Also nur weil wir dieses Thema beschlossen haben, heißt es ja nicht, dass wir jede These, die da ablehnend gegenüber dem ESM ist, auch unterstützen. Also wie machst du quasi dann den Filter? Also was geht und was geht nicht? Wenn ich jetzt antworte, dann ich Buh rufe. Ich bin kein, jetzt pass auf, ich bin kein Esoteriker, ich besitze keine Klangschale. Leider ist es so, leider auch keine irgendwelche Edelsteine. Es ist tatsächlich leider Gefühl. Also es ist ein Befüllen dieser Kanäle nach ich brauche eine Grundlage, ich brauche so einen Parteitagsbeschluss, ich brauche irgendwas, was dazu passt, was auch nicht mies rausgeht oder negativ dann zurückschlägt auf die Partei, für mich selber, mir ist es eher egal, aber einfach das, wo dann passt drauf, wie der Deckel zum Topf oder die Faust aufs Auge oder zum ESM zum Beispiel, ganz, ganz beliebt, ein umstrittener Kanal auf YouTube, Semper Video. Bei dem Typen kann man jetzt halten, was man will. Ich finde ihn in Teilen genial. Ich habe zum Beispiel die ESM-Erklärung von ihm genommen, wie wir einen Beschluss hatten, weil der das nämlich so schön eindringlich erklärt hat, was da passiert mit diesen Vertragsverhältnissen, diesem Freifahrtschein für irgendeine, im Endeffekt eine Rettungsbank, die dann noch nicht mal verklagt werden kann. Das hat er so schön erklärt, dann habe ich mich seines Videos bedient. Ja, aber das ist halt eine falsche Information. Stimmt halt einfach, die Information stimmt halt zum Beispiel schon mal nicht. Nochmal eine Rückfrage. Wie ist es zum Beispiel mit, wie gut kommen Podcasts an? Also hört es denn überhaupt irgendjemand oder ist absolut. Absolut, Krähennest, alle unsere Podcasts verlinke ich. Also Flaschenpost, diese ganzen, das ist ja saugeil, diese ganze Medienlandschaft, diese Parteimedienlandschaft, die ist ja super. Das Krähennest, dann der Martin Hase mit seinem Podcast. Dicker Engel-Hinweise natürlich zu bestimmten Sessions. Piraten-Podcast, aber ich meine jetzt externe Podcast. Kommt das irgendwie an? Also, hier zum Thema ESM. Hören sich die Leute das dann wirklich an oder ist es. Es ist wie Reichweite früher bei Print-Tageszeitungen. Du hast eine Reichweite, du hast eine Druckauflage von 90.000 und irgendwie verkaufen die dann, wir haben Leser 230.000, effektiv lesen es dann vielleicht 100.000. Und da bleiben von ganz einfach bei so einem Posting, das kommt drauf an, welche Tageszeit, welches Thema, welches Intro. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber jetzt angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Podcast über Krähennest zum Thema Leistungsschutzrecht. Dann hören sich das vielleicht nach diesem Posting auf einer Piratenparteiseite Gott 150 Leute an. Habe ich ein absolutes Kracherthema, dann hören sich das vielleicht Tausende an. Ich weiß es nicht. Aber sagen wir es mal so, mit einem Posting auf der Piratenpartei Facebook-Seite habe ich bis vor ein paar Wochen Flaschenpost komplett regelmäßig abgeschossen. Das Piratenpad kriege ich heute noch in die Knie, weil da einfach hunderte von Leute dann draufklicken. Ja, aber mein Punkt ist halt so Themen wie ESM oder Euro-Rettung, das sind extrem komplexe Themen. Da kommt dann irgendjemand daher mit einem Video, das 2 Minuten dauert und der irgendwie Panik macht und so und alle schreien rum und so, Panik, Überwachungsstaat und über Spiel eingeführt und so Quatsch. In Wirklichkeit ist es halt alles wesentlich komplexer und ein Podcast, der dann irgendwie 3 Stunden dieses Thema mal komplett auseinander nimmt,
Der finde ich persönlich halt wesentlich interessanter, weil man da halt eine wesentlich differenziertere Meinung sich draus bilden dann kann am Ende. Und absolut. Facebook, keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir jetzt eine neue Chance. Ganz kurz, Levi, ganz kurz, gib mir noch eine Sekunde für einen Kombinieren zum Antworten. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ein Leitspruch für mich persönlich ist, so ehrlich wie möglich, so wenig Populismus wie nötig. Jetzt ist wieder so Schwamm, das ist wieder Schwammbegriff, aber zum Beispiel so ein Podcast, ich zum ESM, eine vertrauenswürdige Quelle, die das auf 3 Stunden beleuchtet, damit das nicht negativ für eine Piratenpartei rausgeht. Alter, schick mir einen Link. Also ich hab halt nur einen Podcast, der mich sehr überzeugt hat. Die ist durchaus parteipolitisch geprägt, aber ich fand es sehr interessant. Ich kann jemanden persönlich schicken einfach. Ja, persönlich interessiert es mich auch, aber da fängt es halt schon wieder an. Es passt sowas auf eine Piratenpartei-Seite. Da habe ich schon wieder große Fragezeichen kombinieren. Jetzt nicht wegen dir, weil es von dir kommt, da hätte ich eher noch mehr Vertrauen. Das ist so dieses soziale Vertrauen oder kennt man. Aber das ist halt schon wieder, wenn es jetzt ein etablierter, was weiß ich, der Maha oder der Xtra-Tobi, der wohl jetzt da mit dem Krähennest in NRW abgeht, seine 100 Podcasts auf ein paar Wochen raushaut, wenn der sowas macht, sowas verlinke ich sofort, weil da habe ich die Sicherheit, dass da nicht irgendwo wo Schindluder und irgendwo Kaperung stattfindet. Nee, aber Sicherheit hast du überhaupt nicht, weil die Leute haben ja keine Ahnung von dem Thema. Die laden die Leute ein und die reden halt drüber. Also die sind halt nur Piraten. Sicherheit hast du nicht. Also Ahnung haben die Leute von dem Thema ja auch nicht. Das stimmt leider. Ah, Sackgasse, nächster bitte. Okay, Levi. Levi? Wohin ging es? Oh, Levi, jetzt hört man dich wieder nicht. Übrigens, wir haben auch noch eine Non-Wort-Meldung, ne, im Piratenbett. Ich weiß, so. Die kommt danach. Alles klar, auch wenn ich alleine moderiere, sehe ich das. Ah, okay. Lese ich das vor von Kiki. Genau. Wie wirken Verschwörungstheorien in die Partei hinein? Was richten sie dort an? Gegenmaßnahmen. Das kann, ich glaube, da müssen sich, lassen wir bitte noch stehen kurz. Wie wirken Verschwörungstheorien in die Partei hinein? Ich glaube, bei der Mehrzahl an Piraten mit entsprechender Medienkompetenz wirken sie so weit rein, wie es die Leute zulassen. Also das ist jetzt eine, zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Reichsbürger, die hier, ich glaube nicht, dass wir viele, also jetzt könnt ihr mich mal berichtigen, weil hier doch ein paar Leute sind, haben wir hier Reichsbürger anwesend? Wir haben zumindest jemand, der einem Königreich angehört, oder? Ja, das, ich komme aus Bayern, da kann man dann endlos streiten. Nein, das ist ein anderes, mit Engelsgild. Aber das ist was anderes. Also es gibt schon Esoterik, die versuchen reinzuwirken. Gerade so am Landesvorstand kriegen wir immer irgendwie so Perpetuum mobiles zugesandt regelmäßig oder an sonstigen esoterischen Blödsinn mit freier Energie und so. Also die machen da schon ein bisschen Lobbyarbeit, aber werden halt eher ausgelacht, wenn auch nur intern im UTHS. Ich glaube, irgendwann ist... Moment. Levi, wir geben Levi... Echt super, schon wieder weg. Test. Ja. Also es ist wirklich ein Drama, ist echt sorry. Okay. Color? Yep. Alter. Hallo? Ja, bezüglich Verschwörungstheorien. Kunde, 10 Sekunden. Kannst du mich hören? Jetzt ja. Okay, also bezüglich Verschwörungstheorien, ESM, ich habe ganz einfach mal links genau, den Originaltext gepostet und würde mal jedem empfehlen, sich den anzuschauen. Was war das jetzt? Ich glaube, kein Text-to-Speech. Irgendwer hatte hier Text-to-Speech an. Ich habe links den Original-Link zum ESM-Vertragstext gepostet.
Volker, mach mal deinen Text-to-Speech in Mumble aus, bitte. Das hat schon mal eingeschaltet. Bin wieder da, sorry. Hallo, du musst es ausmachen. Sagt dir eben jemand, wie das geht, ganz schnell? Konfiguration, Text-to-Sprache, Häkchen weg, oder? Dabei beantworte ich ganz kurz. Ja, Piraten haben, ich behaupte es jetzt, nicht weil ich auf dem hohen Ross sitze, bisschen mehr Medienkompetenz oder schon mehr Chancen gehabt, Medienkompetenz auch in Internetseiten zu erwerben. Deswegen sind Verschwörungstheorien, ja, die sind nicht gefeit davon, Piraten, aber nicht kein Strukturproblem. Dass jetzt auf einmal ganze Landesverbände um Stein tanzen, glaube ich nicht. Die zu erkennen und die, wie gesagt, will ich, es gibt eine Partei, die kann ja nicht, soll ein Parteitag entscheiden, welche Verschwörungstheorie vielleicht wahr sein könnte? Glaube ich auch nicht. Das Bild muss jeder selber bilden, aber ich glaube nicht, dass der Piratenpartei jetzt so strukturell so Probleme hat, dass sie da übernommen werden kann oder irgendeine Verschwörungstheorie hinterherhängt. Bestes Beispiel 9/11 und die Diskussionen dazu. Also was mich da irgendwie insgesamt dran stört, ist, welche Energie das bindet. Aber wem Spaß macht, das ist schon okay, solange das nicht stört, solange das irgendwo ist, wo man das sagt, da könnt ihr gebündelt diskutieren, ist es okay. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn, aber ich glaube, das ist auf Facebook gar nicht so möglich, wenn Themen immer gekapert werden. Man spricht über irgendwas und jemand kommt dann immer wieder mit dem Thema Geld oder ESM oder ja, solche Sachen. Und das finde ich grauenvoll und ja, das würde ich auch unterbinden ohne Ende und da würde ich auch draufhauen. Schafft man nicht, leider. Doch, gut, schafft man nicht. Pospi, da solltest du eigentlich was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob er zuhört im Moment, weil der moderiert das Forum und hat damit reichlich zu tun. Ich weiß aber nicht, ob er im Moment zuhört. Collor, kannst du jetzt nochmal probieren? Vielleicht hört man dich jetzt besser. Ich hoffe, man hört mich. Jo. Gut. Das war nur ein Hinweis. Jetzt ist es leider schon aus dem Fenster raus. Irgendwer hat wieder Text-to-Speech an. Nochmal bitte. Collor, mach mal dieses Text-to-Speech weg, weil das hast du die ganze Zeit im Hintergrund und das macht einen wahnsinnig, wenn du sprichst. Ich nehme mal den nächsten dran und du machst dieses Häkchen weg. Bei Einstellungen, Konfiguration, da ist ein Häkchen irgendwo, da steht Text-to-Speech und das machst du weg. Und dann nein, bei mir steht Text-to-Sprache. Okay, also du hast es jetzt repariert. Dann sprich. Ja, also eigentlich wollte ich nur einen Hinweis geben, und zwar, dass ich links, das ist jetzt mittlerweile hochgescrollt, vorhin in der Diskussion zum ESM den Originaltext des ESM gepostet habe. Also es mögen ja Videos kursieren, es mögen ja Erklärungen kursieren, noch und nöcher. Aber ich würde jedem empfehlen, auch mal in dieses PDF reinzuschauen und das mal zumindest zu überfliegen, auch wenn man jetzt sich mit den juristischen Formulierungen nicht so auskennt, sondern wirklich an der Quelle zu arbeiten. Man wird nämlich mittlerweile auch schon bei Kandidatengrillen nach dem ESM gefragt. Was? Wo? Ja, das kann ja jeder fragen. Man kann ja jemanden fragen, also ich kann ja fragen, dass ich lustig bin beim Kandidatengrillen. Warum nicht auch nach ESM? Als Tipp an die Kandidaten auch. Okay, das ist jetzt gar nicht verschwörerisch, das war ein ganz reeller Tipp und wir machen mit Phil Schneider weiter. Das Ding hat nur 63 Seiten, das kann doch nicht sein. Die Verschwörungen haben mehr. Phil Schneider? Bist du Phil Schneider per Plex? Entschuldigung. Nein, ich dachte jetzt wirklich, du wärst Phil Schneider, das wäre ja möglich. Wo ist denn Phil Schneider? Das hat nichts. Der sagt nichts. Levi hat nochmal eine Chance. Das ist der Corbinian, der sprüht Chemtrails hier rum. Corbinian ist dran. Ich bin nicht schuld. Aber zu dem, was gerade vorher gesagt wurde mit dem, lest doch mal den Originaltext. Ja, das finde ich immer, das ist immer das, was man dann kommt von den Verschwörungstheoretikern. Lest doch mal den Originaltext. Das Problem ist nur, diese Texte kann niemand lesen.
Das können nur Juristen lesen und verstehen vor allen Dingen. Wenn eine Laien da rangehen und versuchen, diesen Text zu interpretieren, dann interpretieren sie da Bullshit rein. Und deswegen empfehle ich immer Sekundärliteratur oder Sekundärpodcasts oder so, die es erklären von Leuten, die Texte auch lesen können. Das ist ein großes Problem in Deutschland mit den Gesetzen, dass die kein Mensch mehr lesen kann. Das prangere ich auch an. Aber da eine eigene Meinung sich draus zu bilden, aus einem Laienwissen, halte ich für extrem problematisch. Und so, das kann es nicht sein. So schwer finde ich den ESM-Vertrag jetzt gar nicht zu lesen. Also da bin ich ganz ehrlich. Und ich bin kein Jurist. Ich bin Kaufmann und Buchhalter. Natürlich, für den Laien klingt das alles irgendwie relativ einfach und einleuchtend, aber in Wirklichkeit bedeuten die Wörter halt Dinge, andere Dinge, die du eigentlich darunter verstehst. Und das ist halt das Problem an dieser ganzen Geschichte. Also ich finde, Quelltext lesen ist aber auf jeden Fall mal richtig. Man sollte den Quelltext gelesen haben, um sich dann zu den Sekundärtexten vorzuarbeiten. Genau. Dann kann man richtig was erfahren. Aber direkt bei den Sekundärtexten anzufangen, halte ich für sehr unwissenschaftlich, und das gibt nie ein fundiertes Wissen. Genau. Ja, klar, das sollte man beides tun, auf jeden Fall. Weil wie soll ich sonst diskutieren über die Sekundärtexte, wenn ich die Quelle nicht kenne? Da hat Kira schon durchaus recht. Ja. Und ich halte jetzt Podcasts und Videos letztlich für eine unglaublich schlechte Informationsquelle, weil das rauscht so durch. Und genau so kommen irgendwann die Argumente an. Da hat man irgendwie so ein bisschen was gehört und schaut euch mal dieses Video an. Das ist eigentlich immer die Argumentation von Leuten, die nicht bereit sind, sich wirklich in ein Thema hineinzuarbeiten, sondern die so ein bisschen gehört, geguckt haben, sich eine Meinung gebildet haben und dann immer sagen, ha, das ist in diesem Video, sagt er das bei Minute 25. Kühler? Ja? Darf ich mir eine Frage da unten aussuchen? Ja, bitte. Bevor der Turbo jetzt da war, die sind nämlich gar nicht so schlecht. Zurzeit werden Verschwörungstheorien schnell der rechten Szene zugeordnet. Ja, was auch immer das ist, aber was denkt ihr darüber? Werden die Themen von Rechten umgedeutet übernommen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Naja, man muss es historisch sehen. Also früher wurden, also die Verschwörungstheorien kommen alle aus der rechtsextremen Szene ursprünglich. Inzwischen gibt es auch Linke, die Verschwörungstheorien posten, aber grundsätzlich sind Verschwörungstheorien erstmal aus der rechten Szene, ja. Wow, das ist mir jetzt neu. Also Antisemitismus findest du fast bei sehr, sehr vielen, dass da mit Weltverschwörung und so weiter und so fort. Also, was man jetzt zwar nicht in der Schule lernt, aber zum Beispiel diese 12, was war das, Lehren des Zion oder irgendwas, was da geheimer Schriftverkehr zwischen Spanien und keine Ahnung, wo die andere Stadt war. Ja, das ist sowas okay, aber dass ich jetzt Chemtrails ordne ich jetzt, wenn ich da diesen Freck Kreisel, der seit eineinhalb Jahren da immer fleißig postet, ganz ehrlich, dem kann ich nicht, also ich kann ihn aus seinen Postings raus nicht in eine rechte Ecke stellen. Ja, aber so historisch gesehen, also bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren Verschwörungstheorien immer aus der Nazi-Ecke, immer. Und unter Umständen kommt es auch dann, wenn du auf den Ursprung gehst, woher das kommt und wer eigentlich das Ganze lenkt, dann kommst du wieder auf diese ganz alte Geschichte, dass es ein paar Familien sind, die Macht haben und die das Gehirn von den Leuten kontrollieren wollen. Und da kommst du wieder sehr schnell auf die jüdische Weltverschwörung. Also das Häufigste ist, geht es eben über diese Ecke. Turbo, sprich doch. Ja, also ihr habt das jetzt eigentlich ganz gut seziert, wollte ich auch sagen. Also historisch ist die esoterische, verschwörungstheoretische Ecke immer sehr, sehr eng verwoben mit rechts. Und genau, also sogar Verschwörungstheorien, die jetzt auf den ersten Blick den Eindruck nicht machen, die haben ja fast alle irgendwen im Hintergrund, der das lenkt. Und das wird nicht immer als Weltjudentum oder Weisen von Zion benannt, aber es schwingt immer, wenn nicht mit, dann zumindest in sehr großer Nähe. Und das macht es den Rechten natürlich auch sehr einfach, diese Verschwörungstheorien aufzugreifen. Und das macht eigentlich auch die Gefahr von den Verschwörungstheorien aus, weil die fangen an, wo man eigentlich nichts Rechtes oder Antisemitisches merkt. Aber sobald man sich da reinsteigert, kommt es sehr schnell auf. Und bestes Beispiel dafür ist dieses ekelhafte Goldschmied-Video, das ja immer und immer und immer wieder im Internet seine Kreise zieht und die sehr viele auch aus der linken, systemkritischen, kapitalismuskritischen Ecke so zur Erklärung verwenden, und bei dem man, wenn man vielleicht zweimal genau hinschaut, ganz klar erkennt, dass es das altbekannte antisemitische Gesülze ist,
Aber das ist eben nicht offen propagiert und deswegen fallen darauf eben auch viele Leute rein, die Nazis niemals die Hand reichen würden. Ja, aber da sind wir eigentlich, das ist ja schon wieder ganz, ganz tief auf Aufklärungsgeschichte. Also, jetzt ist eigentlich das nächste Problem, weil jetzt ich drehe es jetzt vielleicht mal gleich, Wolfschädel, gleich, weil das geht vielleicht eh in die Richtung. Ich habe gestern mal was gemacht. Und zwar habe ich das Plakat, das wir alle gut kennen, mit diesen Schubladen und mit hier, du bist, erkennt sie, sprecht sie an, diese Einzelfallgeschichte. Bevor jetzt hier alle durchdrehen, war hin, mein Hinweis, Achtung hier, Plakat, höchst umstritten. Auf der einen Seite Gesinnungspolizei, ein No-Go, auf der anderen haben wir eben doch immer wieder Fälle, die sich aus so einen gewissen Ecken hier tummeln und versuchen irgendwas zu machen. Dieses Plakat ist, also ich bin selten noch für einen Beitrag so zerrissen worden. Also da haben sich teilweise so tatsächlich kleine 16-jährige Jungs mit Hitlerbärtchen geoutet in ihrem Profilbild. Einer war mit Sieg Heil dabei, der hat halt einen Kickbahn sofort bekommen, aber da ist wirklich, das war der Hammer. Also wie krass die Leute abdriften und polarisiert dann sind. Und das ist, das kriegst du als Partei oder als so ein Auftritt, das ist gesellschaftlich absoluter Hammer. Das kriegen wir so mit normalen Mitteln und auch der politischen Willensbildung. Ich sehe da kein Land in Sicht. Was wollt ihr jetzt alle in eine Ecke stellen, die Israel kritisieren? Nee, eigentlich nicht, aber gibt's halt welche, die unter diesem Deckmantel eigentlich die ganze Zeit die große Judenverschwörung propagieren und eigentlich da irgendwo daheim sind, das Jahrzehnte schon Geschichte sein sollte in der Menschheit. Aber das ist ein gesellschaftliches Thema. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Ja, also ich bin da ja relativ krass auch hier bekannt als Moderator, dass ich da krass durchgreife. Du hast es natürlich mit wesentlich mehr Leuten zu tun. Wenn es bei mir mal 150 sind, ist es viel. Aber du hast natürlich da ganz andere Zugriffszahlen. Wolfschädel, übrigens, ich mache bei euch mit. Sprich mich nochmal an. Bei den Skeptikern. Ach so. Genau, also seit ich mich mit der skeptischen Sache, sag ich mal, auseinandergesetzt, habe ich mich auch mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt, weil ich die halt persönlich halt unheimlich unterhaltsam finde, drücke ich es mal so aus, und da immer gut was zu lachen finde. Und ich muss da ganz offen und ehrlich sagen, ich habe da mir alles mal angeguckt und bin dann weitergegangen, und wie das hier bereits gesagt wurde, irgendwann endet es in der größten Verschwörung der Bildberger oder sonst irgendwas und läuft auf Juden. Also irgendwie von meinen Beobachtungen her, historisch kann ich nicht begründen, von meinen subjektiven Beobachtungen her muss ich sagen, früher oder später laufen diese ganzen wirren Theorien, die es da gibt, darauf hinaus, dass irgendwer Ausländisches uns kontrollieren möchte, und das ist schon eindeutig eigentlich rechte Propaganda aus meiner Sicht. Okay. Zumindest jemand, der nicht zu uns gehört, auf jeden Fall. Genau. Jemand Außenstehendes möchte uns halt kontrollieren, und das ist ja definitiv. Ganz geil, ganz geil. Und jetzt endlich wieder zum Thema eigentlich und auch auf Facebook aufgeschlagen ohne Ende, unser Bernd mit Kissinger. Ja, sowas Cooles. Da war auch alles Schall und Rauch. Irgendwie so eine Nürnberger Abteilung oder keine Ahnung, wo der so ein Unterblock oder was weiß ich, was das war. Und da auch, okay, der trifft sich jetzt mit dem, noch mit Axel Springer Vertretern und sonst irgendwo. Und jetzt ist die Partei, die Piratenpartei sozusagen unter Kontrolle der Bilderberger. Moment, die Piraten sind doch sowieso vom Verfassungsschutz gegründet. Also wusstest du das nicht? Ich hab dann nee, ganz neueste. Ernsthaft, das ist eine Heavy-Verschwörungstheorie, die gab es schon vorher. Wir sind doch alle gesteuert wegen Orange. Ihr kennt das doch, die Orangenrevolution. Die sind fremdgesteuert, um die entsprechenden Staaten, in denen die stattfinden, halt zu destabilisieren. Genau. Ich kenne nur halt das NPD-Gesülze von Gutmenschen und Linkspartei mit Internet. Ja. Die Weltnetz, genau. Aber da ganz kurz reagiert drauf, und ich habe dann, weil das war wirklich krass, da waren zwei, drei Tage, wo das im Vorfeld und wo das stattgefunden hat,
Richtig aktiv bashing und so quasi, ja, jetzt die nächste Partei und alles gesteuert und etc. Und dann denen einfach mal die Gretchenfrage gestellt, naja, jetzt gäbe es die Möglichkeit, dass irgendein Parteitag... Wurmel ist wieder weg. Wurmel! Ben, anderes Telefon, also ans Telefon. Immer wenn es interessant wird. Genau. Auf jeden Fall Bilderberger. Ich habe dem dann tatsächlich mal geantwortet und gesagt, ja, was willst du? Willst du, dass ein Parteitag beschließt, dass kein Vorstand jemals mehr der Piratenpartei oder kein Mitglied noch besser Sprech- und Denkverbot, Treffverbot mit Henry Kissinger bekommt? Und bei denen ist es tatsächlich so, ja, die würden so einen Beschluss, die würden Leuten im Endeffekt das Treffen und das Reden mit anderen Leuten verbieten. Dann habe ich mich erdreistet zu behaupten, das ist bei Piraten nicht mehrheitsfähig, das kannst du knicken, das muss jeder selber wissen, und wenn es dir nicht passt, dann stellst du dem Bernd das nächste Mal die Frage, was er da gemacht hat und pipapo, und der hat eh so viel dann beantwortet. Also im Endeffekt sind es Leute, die leben auch in der Blase, wie wir alle in der Piratenblase leben. Jetzt geht's, glaube ich, so. Hört ihr mich? Ja. Jo. Im Endeffekt die Leute wieder irgendwo auf Normalität zu bringen, hey, was willst du jetzt? Der hat sich für Piraten interessiert, ist vielleicht ein Kriegsverbrecher, hat da das und das gemacht und pipapo. Ist das eine Person non grata, heißt es so oft, soll man mit dem wirklich nicht reden? Und das ist halt so die Gretchenfrage. Und diese Leute würden Sprechverbote erteilen. Das Lustige ist, die reden aber auch nicht, weil als der Bernd da hier drüber gesprochen hat, im Dicken Engel, waren nur ganz wenige und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Also die können nur übers Internet irgendwie so kleine Shitstorms machen, aber die trauen sich nicht zu reden. Die Hetzer, die, ganz einfach, also diese, die Klappe da ganz offen haben, mir ist ja heute unterstellt worden, dass ich von einer fremden Partei bezahlt werde für die Beiträge, die ich auf der Facebook-Seite mache. Also die Leute, die würden sich, keine Ahnung, ich glaube, die, wenn wir gegenüberstehen oder sonst wo wirklich in Real Life oder auch jetzt selbst hier im Dicken Engel, das kannst du knicken, das sind, ich weiß nicht, wo die leben und warum sie so drauf sind, aber... Ja, vor allen Dingen, also verstehe ich halt nicht, also wenn sie Kormian so... Kormian, mitgezwitschert ist dran, schreib dich rein. Ich muss die Fragen irgendwann unten beantworten, weil sonst dreht der Kollege da durch. Die beantworte ich dann schnell. Okay, zuerst mitgezwitschert. Ja, der Wolfschädel meinte ja, er beschäftigt sich mit den Verschwörungstheorien, weil es so unterhaltsam ist. Das mache ich auch gerne. Es gibt ein total absurdes Treffen in Berlin. Das nennt sich NSL-Forum. Da kann man mal auf YouTube suchen, wenn man sich mal richtig absurde rechte Verschwörungstheorie-Geschwurbel mit allem möglichen esoterischen Einschlägen ansehen will, der richtig absurd ist, dann kann man da mal nach suchen. Ich will den Link nicht unbedingt posten. Auf jeden Fall ist es sehr strange. Mich hat schon halb dieser merkwürdige Hitler-Imitator aus Berlin getötet, der ständig was von schwarzen Sonnen in den Zellen erzählt. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Dr. Axel Stoll. Ah. Ja, man kennt sie irgendwann und liebt sie. Boris. Ja, also ich möchte jetzt bloß darauf hinweisen, in dem Pad kann man genau jetzt sozusagen in Echtzeit beobachten, warum eine Verschwörungstheorie meistens einen antisemitischen Anhauch ist. Da hat sich gerade eine kleine Diskussion entwickelt, einschließlich eines Links zu einem verschwörungstheoretischen Buch über die großen Strippenzieher, einschließlich der Beschuldigung, wer es nicht glaubt, der ist bloß uninformiert und hat ein eingeschränktes Weltbild, einschließlich der Aussage, ja, man muss ja nicht unbedingt recht sein, wenn man gewisse Gruppen nachweislich beschuldigt. Also wenn es irgendwie geht, würde ich das schon für die Ewigkeit aufbewahren, weil das ist wirklich, also in 5 Minuten so Echtzeitbeobachtung, warum verschwörungstheoretischer Mist meistens auch eine rechte antisemitische Welle mitschwingt. Nee, es ist bloß faszinierend, weil es wirklich so absolut spontan und authentisch genau so ist es. Das zeige ich nämlich sehr genau, weil dahin entwickelt es sich, wenn da niemand eingreift, weil es fängt gar nicht bei der jüdischen Weltverschwörung an, aber es endet da fast immer. Und finde ich auch sehr grauenhaft, und Pro-Tu ist jetzt dran.
Bei Kissinger wäre das, glaube ich, sogar noch fragwürdig, weil der wurde doch, glaube ich, sogar verklagt, ist dem aber nicht nachgekommen, weil er ja Immunität hat in seinen Ämtern. Also von der Seite her ist es halt durchaus schon fragwürdig, ob wir uns den zu Beratungs- wie auch immer Austauschgesprächen aussuchen sollten. Vielleicht hättest du auch dabei sein sollen, wie ja auch alle anderen dabei waren, um zu sehen, dass es kein Beratungsgespräch war, wer sonst doch dabei war und so weiter und so fort. Das ist so wieder diese typische Gerüchteküche. Ah, der hat uns beraten oder die haben sich heimlich getroffen. Das war eine große Runde, es ist alles aufgezeichnet. Es gibt einen Riesenbericht von der Süddeutschen und der Bernd hat nochmal in allen Einzelheiten darüber berichtet. Und trotzdem bleibt irgendwie hängen, was du jetzt gerade gesagt hast, beraten. Also völlig falsch. So. Irgendwie Austausch habe ich danach korrigierend gesagt, aber okay, spring auf das Beraten an. zum Beispiel jetzt ganz ehrlich, es wird einer Partei nicht möglich sein, mir zum Beispiel vorzuschreiben, mit wem ich rede. Es wird ein Bernd, der ist öffentliche Person, der ist hier Bundesvorstand, der muss sich dann natürlich eventuell mal erklären, wie sowas macht. Aber mir auch nicht. Und verbieten oder so, das ist, glaube ich, der Freiheitsdrang der Piraten dann doch noch hoch genug, dass man keine Sprechverbote erteilt hier. Ganz kurz, ich würde jetzt im Schnelldurchlauf schnell diese Fragen nur für Leute ohne Mikro. Gab es eine Verschwörung der US Navy während des USS Liberty-Zwischenfalls? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aus welcher Richtung wurde John F. Kennedy erschossen? Ich glaube, von vorne, so wie der Kopf geflogen ist. Wie würde Gladio aufgedeckt werden in der Piratenpartei? Whistleblowing. Soweit gut? Das heißt, du unterstützt nicht die offizielle Variante von bei JFK, weil von vorn würde dem nicht entsprechen. Ich kenne keine offizielle Variante. Ich kenne bloß die Videoaufnahmen, wo sein Kopf nach hinten geflogen ist. Und dann muss er irgendwo aus dem vorderen 180 Grad kommen, der Schuss. Aber dieses Haus, in dem der Schütze war, war rechts hinter ihm. Also er ist an dem Haus vorbeigefahren und die Schüsse kamen von hinten. Tja, dann komisch. Dann habe ich vielleicht in Physik nicht ganz aufgepasst. Das war oder ist Freik oder Video oder wie sich das nannte. Da sieht man eindeutig, dass die Schädeldecke nach hinten fliegt. Ja, trotzdem sagt die offizielle Variante aber aus, dass das von dem Schulhaus aus ist und da würde dem nicht entsprechen. Also bitte informier dich zu dem Thema noch ein bisschen genauer. Ein Scheißdreck tue ich, der ist jetzt wie viele Jahrzehnte tot? Ja, lang genug, 63, 22. November 63. Corbin, tu mal was. Ich bin eh dran, also jetzt spiele ich mal den Verschwörungstheoretiker zur JFK-Frage. Also ich kenne mich da nicht wirklich aus, also was ich interessant fand, normalerweise in den USA ist es so, dass nach ein paar Jahrzehnten sind die ganzen Akten offengelegt werden. Und in diesem JFK-Fall ist das nicht passiert. Und das finde ich dann schon interessant. Also Verschwörungstheorien sind ja nicht per se irgendwie falsch oder uninteressant. Also man kann ja schon sich damit auch beschäftigen. Nur die Frage ist halt, ob man daraus Politik ableitet. Also ich finde es schon interessant, dass man das durchaus dann mal nachfragt und so, aber halt dann auch problematisch wird es dann, wenn man eigene Wahrheiten daraus ableitet. Also wenn man sagt, ja, nee, das ist jetzt unplausibel, das kann so nicht gewesen sein. Ich würde gerne mehr wissen, ist okay. Aber wenn man sagt, ich habe die Wahrheit, ich weiß, wie es läuft, dann ist es halt, dann ist es halt vorbei. Also bei JFK gibt es einfach Verbindungen zwischen dem Lee Oswald und dem CIA bzw. FBI. Und das fanden die natürlich ziemlich blöd, dass das rausgekommen ist. Und sie hätten Dinge wissen müssen und haben nicht darauf reagiert. Also das ist das, was ich weiß. Und ich habe mich damit auch so ein bisschen beschäftigt, weil ich das auch so ganz lustig fand. Und ich habe gerade den Anschlag von Stephen King gelesen, der das sehr gut recherchiert hat. Ihr wisst aber, dass Harvey Lee Oswald auch vorher in Russland gelebt hat. Ne? Ja, natürlich. Herrgott, ich bin doof. Und ich weiß, dass er mit Castro und dass er da Flugblätter verteilt hat. Und ich kenne das relativ genau. Silvia. Ja, ich nochmal. Also der mit seinem John F. Kennedy, der ist richtig anstrengend heute. Also ich habe auch unterschiedliche Berichte gelesen und auch im Fernsehen gesehen und im Prinzip hat man ja wirklich die freie Auswahl. Aber geschrieben habe ich zu dem Thema Esoterik. Also ich selber muss ein bisschen schmunzeln, komme selber aus einer esoterischen Ecke und habe das Gefühl, als wenn da bei den Piraten das Wort Esoterik echt ein Schimpfwort geworden ist. Und ich wäre froh, wenn mir mal einer erklärt, warum das so ist.
Weil zum Beispiel, oh, da könnte ich dir aber tausend Sachen sagen, oha, weil sie medizinisch zu Dingen raten, die Leute in Lebensgefahr bringen. Damit würde ich jetzt erstmal anfangen. Ich glaube, da können Krüger und ich loslegen und den ganzen Abend drüber diskutieren. Extra Session, oder? Ja, Bummel, aber du kannst auch noch was sagen. Du bist ja hier. Ja, ich lese gerade so ein bisschen mit und ich weiß nie, wie man sie ausspricht, die Sanxi, sonst irgendwas. Während jetzt hier der Boris sieht, okay, da unten schaut man hin, live, hier passiert das und das. Twittert das jetzt, haut's über den Äther, bin jetzt schon wieder weg. Nein, jetzt bin ich wieder. Oh Gott, ich hab schon einen Verfolgungswahn hier. Im Endeffekt, dicker Engel hier, ich rede nicht mit Rechten. Oder hier, ich diskutiere nicht mit Rechten über Verschwörungstheorien. Der Boris im Endeffekt raus, hey, schaut mal hin, da live passiert die und die VT. Das Problem ist, wir reden jetzt eigentlich ganz normal drüber diskutieren und das eigentlich auch auf einem Niveau, das wo jetzt garantiert nicht irgendwo abgedriftet ist in eine Richtung. Die Außenwirkung ist fatal. Also das, was draußen hängen bleibt, ist jetzt quatschen hier, keine Ahnung, 100 Leute über rechte Verschwörungstheorien. Ja, da sprechen wir ja auch drüber. Man kann ja kritisch drüber sprechen, also das ist... Diese Frage... Eine Aufzeichnung, insofern sehe ich das überhaupt nicht als Problem an und vielleicht verlinkst du die auch, denn also wir haben eigentlich immer von unseren dicken Engel Aufzeichnungen, vielleicht kannst du die dann auch verlinken, gleich mal ein bisschen werben. Bummel? Ja, kein Thema. Ich lese hier gerade. Versuchen, das Ganze der GWUP mal zukommen zu lassen, weil die hatten sich ja auch irgendwann und Psiram auch nicht unbedingt positiv über die Piratenpartei mal zwischendurch geäußert. Die würde ich auch sehr gerne einladen. Bitte, bitte, bitte. Sehr gerne. Also Oktober vielleicht, November so. Ja doch, da ist ja nicht die World Skeptics Conference. Ja, also irgendwann, wenn du da Kontakte hast, wäre ich sehr dran interessiert. Ich bin da auch Abonnent, ich krieg das auch. Also ich bin zwar kein offizieller Mitglied des Vereins, bin aber regelmäßig in Essen auf den Treffen und da werde ich das mal drauf anhauen. Ja, weil das ist ja recht komfortabel hier mit Mumble und so. Corbinian. Ach, der normale Corbinian. Ja, tut mir leid, das war neben der Liste, also kann mich hier eintragen. Darf man sich nicht beschweren. Hallo an Sankzi, oder wie sie auch heißt. Ihr Thema war natürlich, dass wir mit Turbo reden. Turbo ist natürlich ein großes Problem, weil er irgendwie rechte Thesen vertritt, die jetzt nicht antisemitisch sind. Ist klar, aber kann man vielleicht an anderer Stelle diskutieren. Mir ging es jetzt um die Esoterik-Frage. Und mein Problem mit Esoterik ist, dass Esoterik versucht, Wissenschaft mit Glaube zu vermischen. Also wenn man nur einfach nur aus spirituellen Gründen an irgendwas glaubt, dann kann es jeder tun, Religionsfreiheit und so weiter. Problem an der Esoterik ist, dass die versucht, das wissenschaftlich zu begründen und das ist mein Problem mit der Esoterik. Wer hat jetzt gerade gesprochen? Corbinian. Hier links schreibt die ganze Kram. Genau. Ich weiß nicht, wäre vielleicht eine Idee, die Geräusche, wenn jemand chattet, auszuschalten, nur so als Tipp. Das wird gerne gemacht, um zu trollen. Ja, okay, ganz kurz eigentlich nur noch jetzt im Umgang. Also es ist für jeden in Ordnung, wenn es nicht komplett strafrechtlich abdriftet, dass jemand auf die Piratenpinnwand seine Sicht der Welt oder seine kleine Verschwörungstheorie posten darf? Also ich würde sagen, ich rede jetzt einfach mal rein, sorry. Es wäre okay, glaube ich, solange es nicht als offizielles Statement, solange es so markiert ist, dass es kein offizielles Statement der Piratenpartei ist. Das ist es nicht, was aber nicht einige medieninkompetente Leute davon doch überzeugt, dass sie meinen, es wäre das, weil es ist ja auf der Pinnwand als User-Kommentar. Mhm. Das ist wie im Forum, dass wenn einer das und das schreibt und auf einmal sind alle Piraten. Vielleicht sollte man einfach die Verpflichtung einführen, drunter zu schreiben, hierbei handelt, wie bei den E-Mails in den Mailinglisten, dass es kein offizielles Statement der Piratenpartei ist. Halt im Prinzip so eine Art Regeln für die Facebook-Seite. Jo. Bin ich bei dir. Für jeden normalen Menschen ist es erkennbar, dass das jetzt irgendeiner ist, der das postet. Ja, aber das ist... die Trottel denken. Ja, aber... Ich bin in keiner Gummizelle oder ich bin in keiner, ich bin eh schon Putzfrau, aber ich bin keine Gouvernante.
Das Problem. Ja, ich verstehe. Sorry, dass ich jetzt noch ein Zwiegespräch führe nochmal. Das Problem ist, glaube ich, ganz schwer, dass halt die Piratenpartei im Medienfokus ist, absolut. Und Politik ist nun mal auch das Geschäft der Schlammschlacht. Und wenn sich da sowas finden lässt, von dem sich die Partei auch nicht distanziert in irgendeiner Form, wird das halt für die Schlammschlacht von wem auch immer, jetzt sind wir wieder im Verschwörungsbereich, ausgenutzt. Weil Politik ist ein schlammiges Geschäft. Jupp. So, U-Fang, Push-to-Talk bitte und mitgezwitschert. Ich habe ganz spontan mitbekommen habe, dass es heute hier um das Thema geht, die Leute von Huxilla angesprochen und den Sebastian Bartoschek, der gerade eine Historie schreibt. Und die hätten sogar teilgenommen, wenn sie am Dienstag Zeit gehabt hätten, aber ihre, soweit ich es mitbekommen habe, haben die auch ein regelmäßiges Treffen am Dienstag, was die also Skeptiker-Treffen quasi, wo die sich unterhalten. Und deswegen ist Dienstag auch ein schlechter Termin. Aber grundsätzlich sind sie dafür offen, bei den Piraten mal an so einem Treffen hier im Mammbild teilzunehmen und mit über Verschwörungstheorien aufzuklären, zu helfen, weil die haben wirklich Ahnung davon. Die beschäftigen sich schon jahrelang damit und schreiben. Wie gesagt, Sebastian Bartoschek schreibt eine Doktorarbeit darüber. Kontakt ist da und wir müssen das nur mal ein bisschen langfristiger absprechen, dann wird es auch klappen. Sehr gerne. Vielleicht auch zusammen mit Gulp, weil die sind da, oder Gulp, ich weiß gar nicht. Ich bin da zwar dabei, aber ich weiß gar nicht. Da, okay. Immer sehr interessiert, weil ich das wichtig finde. Also immer ansprechen, bin ich sehr interessiert. Corbinian. Ja, jetzt kommt gleich wieder das Pings, die Pingslinks wahrscheinlich, keine Ahnung, aber wurde ja das Esoterik-Thema angesprochen, da ist jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich das nämlich ein wichtiges Thema finde eigentlich. Wie steht ihr denn dazu? Was ist denn Esoterik für euch und ist es auch problematisch für euch oder ist es harmloser Kram? Wen fragst du gerade? Ja, alle in die Runde. Also, ja, ich auch. Geht's dann auch, ja. Ich bin ein Fan von Mr. Spock. Bin aber jetzt kein Wissenschaftler. Also ich bin so ein, tu mir jetzt nicht selbst diskreditieren, Chemie, Physik, also es gibt, bin da ziemlich eher ziemlich, also ich habe die Diskussion, ich weiß nicht mehr, welcher Landesparteitag das war, mit wie geht man an wissenschaftliche Förderungen und Pipapo ran. Und das war ganz heiß auch umstritten mit, auf der einen Seite grenzt man vielleicht so Sachen aus wie diese alternative Medizin, wie Chinesen mit ihren Nadeln etc., Akupunktur. Ist ein ganz schwieriges Thema. Also das, glaube ich, würde Einzelfall, sondern themenbezogen dann eher schauen. Also wenn es jetzt einer ist, ich habe das Antikrebsmittel, das sind jetzt hier homöopathische Mittel und du dein Krebs wächst dann nicht mehr und geht weg. Das sind Scharlatane und Menschentöter. Das sind Mörder im Endeffekt eigentlich über ein Geschäftsmodell. Andererseits, wenn ich unterstützende Maßnahmen, damit es denen der Seele gut tut und dann vielleicht da ich dann den Krebs bekämpfen kann, das glaube ich, kann ich mir vorstellen. Jetzt mal so als Laie. Was ist für mich Esoterik? Alles, was nicht irgendwie evidenzbasiert wissenschaftlich als Wissenschaft verkauft wird. Damit fangen wir schon mal bei der Esoterik an. Beispiele sind Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin und was es da alles gibt, neue germanische Medizin, ja, übrigens ja, wieder ja. Thema rechts. Ja, und bei den Piraten durchaus beliebt. Neue germanische? Ja, diese fünf Dings da, das gehört zu neuen germanischen, diese fünf Dings da, Gesetze, Naturgesetze oder sonst ja, irgendwas. Ja, stimmt, hast recht. Das ist für mich ganz schwer Esoterik und ich muss eben unterbrechen, mein Telefon schellt. Nee, warte, Moment. Okay, aber vielleicht will die Silvia direkt was dazu sagen und kannst in der Zeit etwas telefonieren. Ne? Nee, war ein Türke bei mir, der angerufen hat und ich werde nicht von Türken angerufen um die Uhrzeit. Okay. WTF. Ich wohne in Gelsenkirchen, reicht das? Doppel-WTF. Da kann man sich schon mal verwählen. Dreifach-WTF, das macht's nicht besser, aber
Ja, wenn jemand ins Telefon spricht und du verstehst kein Wort. Nee, ich habe die Nummer gesehen. 0090. Ja, ist ja egal, aber die ist hier, würde mich jetzt wirklich interessieren. Also, Silvia, was ist für dich Esoterik und warum findest du dich da jetzt ein bisschen falsch verstanden? Wer hat mich jetzt angesprochen? Corbinian hat dich angesprochen und du kannst antworten. Ja, danke, Kira. Was der Corbinian gesagt hat, also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe halt so am Stammtisch bei uns halt gemerkt, dass das Wort Esoterik ganz, ganz böse ist. Und das hat mich erstmal irritiert. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit unterschiedlichsten Themen, die in den Bereich Esoterik fallen. Aber ich bin trotzdem nicht so gaskrank, dass ich, wenn ich denke, dass jemand Krebs hat, dass man den so heilen kann ohne Schulmedizin. Also soweit geht's nicht. Ich weiß nicht, auf was für Leute ihr getroffen seid, aber das muss schon hardcore gewesen sein. Ansonsten wollte ich gerne noch mal eine Rückmeldung für diesen Abend geben. Also für mich war es gut, dass ich hier gewesen bin. Ich habe auf meiner eigenen Internetseite bei Facebook auch Verschwörungstheorien gepostet, weil ich weiß, dass bei mir viele Leute mitlesen. Ich wollte damit ein bisschen auch provozieren oder zum Nachdenken anregen. Aber der heutige Abend ist für mich so, als Fazit kann ich sagen, dass ich das nicht mehr tun werde, weil es zu viele Gründe gibt, die dagegen sprechen. Das finde ich toll. Danke dir. Also, dann hat es hier wirklich was gebracht. Nein, Barry. Hallo. Ich wollte mal vorhin auf das Thema von vorhin zurückkommen mit der Pinnwand bei Facebook. Also, sollte man Sachen, die da auf der Pinnwand gepostet werden, löschen? Und ich bin schon der Meinung, dass da ein gewisses Mindestniveau gehalten werden soll. Ich meine, die Facebook-Seite der Piratenpartei repräsentiert die Partei ja auch nach außen hin. Wir wollen ja, dass die Leute, die unsere Partei gut finden und die auch zur Partei passen, sich auch wohlfühlen, wenn sie die Facebook-Seite besuchen und da Fan davon sind. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass die Sachen, die da auf der Seite als Inhalt stehen und damit ja auch allen anderen Besuchern sichtbar gemacht werden, einen gewissen Mindestmaß an Niveau und auch zu unserer inhaltlichen Ausrichtung passen. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Unternehmen eine Pinnwand für die Mitarbeiter hinhänge, dann will ich ja auch, dass da nur Sachen drinstehen, dranhängen, die ich verantwortlich allen meinen Mitarbeitern zeigen kann. Wenn dann Leute anfangen, da wilde Verschwörungstheorien oder Rassismus oder sowas zu posten, dann werde ich das natürlich entfernen. Genauso sollte eben auch jemand, der sich um die Facebook-Seite kümmert, ein Augenmerk auf die Pinnwand-Beiträge haben und die löschen, wenn sie nicht zu unserer Partei passen. Es wird erst gelöscht, wenn es strafrechtlich relevant ist, weil alle andere Zensur zu viele Kollateralschäden hat. Lass ich mich aber gerne auch in der Diskussion mal anders überzeugen. Ich habe hier jetzt das Beispiel, das wurde gepostet vor einer Stunde auf die Pinnwand. Gesehen haben das jetzt, glaube ich, 23 Leute. Da verlinkt einer die tz-online.de. Nach Messerattacke auf Polizisten in Bonn hat die Staatsanwalt gegen einen Islamisten Anklage wegen gefährlicher Blablabla. Das ist jetzt so meistens einer dieser Beiträge, was aus gewissen Kreisen dann kommt und als Verallgemeinerung für jeden Islamisten oder für jeden islamischen Mitbürger benutzt wird. Das auf unserer Facebook-Seite. Das ist ein Mitmach-Web. Das ist Web 2.0. Wenn ich das so mache wie die CDU, dann mache ich das mit Sicherheit gar nicht mehr. Also, wenn wir das nicht offen lassen, dass hier Leute auch normale, wie hier einer drunter, 5 Minuten vorher, You are a pirate, dieser Song. Da gibt's Glückwünsche teilweise, hey Piraten, das super, tollen Erfolg gehabt. Gibt's auch Hinweise, hey bitte kümmert euch mal hier ist irgendwas, passt nicht, oder ich, mein Mitgliedsantrag ist nicht da, oder sonst irgendwas. Wollt ihr das, dass ich das zusperre? Dass wir das dicht machen, weil die Gefahr besteht, dass irgendjemand könnte. Das erinnert mich jetzt mehr an den Uhl, um mal böse zu sein. Nee, es geht ja darum, dass eben du die Sachen, die da, oder machst du das komplett alleine? Also ich meine, würde denken, dass da mehrere Leute notwendig wären. Die Anträge geprüft werden, alles, was nicht zu unserer Linie passt, eben nicht veröffentlicht wird. Wäre jetzt nicht so, dass das eine Zensur wäre, das ist ja unsere Seite. Ja, ich pflege qualitativ das Niveau halten, da hast du schon recht. Das qualitativ das Niveau halten, erst einmal, die Beiträge, die im Namen der Piratenpartei passieren. Das sind, wie vorhin schon die ganze Zeit erklärt, das sind Pressemitteilungen, das sind piratenrelevante Dinge. Es gibt da die Möglichkeit einer Pinnwand, dass auch fremde Leute was dran posten.
Das ist nichts anderes wie 4chan, bloß ein bisschen edler. Mal ganz übel. Facebook funktioniert, zu erklären. Aber es geht halt auch darum, dass es macht keinen Sinn für uns als Partei, jetzt eine Seite aufzumachen, wo wir dann einen Platz schaffen, wo für jeden eine Meinung zu äußern. Weil, ich meine, wir haben ein Forum, wo jeder seine Meinung äußern kann, okay. Aber das ist halt auch ein Diskussionsforum. Aber diese Facebook-Seite ist ja mehr oder weniger ein Mittel, wo die Partei mit anderen Facebook-Nutzern kommuniziert. Und ja, das ist keine Plattform für Dritte, um dort Inhalte zu veröffentlichen. So, einfaches Beispiel. Nein, Barry, für dich einfaches Beispiel. Zum Beispiel eine Tageszeitungsverlag hat eine... Ah, der Augstein von der Freitag mit der Kipping und Bernd. Und der postet zum Beispiel jetzt hier, markiert mit @Piratenpartei Gespräch mit Katja Kipping. Dann würde das mit dieser Markierung bei uns auf der Seite erscheinen, dass uns da jemand verlinkt. Sachen wie Hakenkreuze, Sachen wie menschenverachtendes, strafrechtlich Relevantes fliegt natürlich sofort runter. Sobald man sieht, das ist die Pflicht eines Moderators, das ist allgemein bekannt. Sobald gesehen, sobald bekannt, muss das runter. Dein Vorschlag ist im Endeffekt, das Ding tatsächlich unter, und jetzt Ausrufezeichen, unter CSU- und CDU-Niveau zu sperren für fremde Beiträge. Das halte ich für höchst... ich weiß, was du meinst damit qualitativ und Außensicht und Pipapo, aber das würde uns ziemlich viel... Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Menschen. Zum Beispiel könnte uns nicht mehr eine Piratenpartei Kanada dann markieren, dass irgendjemand darauf mitkriegen würde. Ich halt das. Doch, natürlich. Ich verstehe nicht. Also, es gibt ja da einen Mittelweg. Das einfach, also, klar, was mit uns zu tun hat als Partei, kann man da auch veröffentlicht lassen. Es geht ja nur darum, dass Sachen, die entweder unserer politischen Position widersprechen oder einfach gar nicht relevant sind, wegkommen. Wenn jetzt hier jemand jeden Tag, Werbung für seinen Schuhladen postet. Chemtrails. Auch löschen, oder? Jetzt ganz ehrlich, da kommt seit 1,5 Jahren fast einer täglich, der da Chemtrails markiert. Die, vielleicht kurz zum Verstehen, 80.000 Leute potenziell sehen es, wenn da drauf ein Beitrag im Namen der Piratenpartei erscheint. Ein Bruchteil, also tatsächlich ein Bruchteil, klickt auf dieser Seite auf die Pinnwand und schaut sich an Beiträge von anderen an. Also da gehen wir in einen dreistelligen, in einen Dutzendbereich von Menschen, die da tatsächlich auf das schauen. Ich halte es für höchstgradig konträr oder vielleicht habe ich da auch eine andere Einstellung zur Piratenpartei. Dieses Maximum an Kommunikationsmöglichkeit und Freiheit, solange es nicht abdriftet. Wenn ich jetzt sehe, wenn du gleich fertig bist, falls Pospi irgendwie fit ist, dass er was dazu sagt, weil er moderiert seit Jahren das Forum und hat mit genau den gleichen Sachen zu tun. Jetzt das nächste, das ist jetzt eine die an die Pinnwand, wenn Leute eigene Beiträge posten. Jetzt schauen wir mal eine Stufe tiefer rein in die Kommentare, was vielleicht mit einem Forum vergleichbar ist. Da drin gibt's nur, also komplett die weicheste Zensur, ich nenne es auch Zensur, weil es ist ein Löschen von Beiträgen, passiert nur bei ersichtlich strafrechtlich relevanten Dingen, wie zum Beispiel Heil Hitler oder Sieg Heil oder ein Link auf irgendeine Ami-Neonazi-Seite, irgendwie sonst was. Das ja. Aber ansonsten da drin herrscht, Meinungsfreiheit. Ich wüsste nicht, welche Kriterien willst du anwenden, damit du da drin die Kommentare sauber hältst. Das Ich weiß genau, was du meinst, weil das ist auch das Problem vom Forum, weil da kommen irgendwelche Neupiraten oder solche, die sich dafür interessieren und fallen unter Umständen wirklich um, wenn sie sehen, was da für Sachen diskutiert werden. Und die kommen dann, nachdem sie da ein bisschen geblättert und gelesen haben, zu dem Schluss, dass es ein Haufen von knallharten Verrückten. Das ist eben das Problem. Einfach zum Beispiel Aufruf, jemand postet Adresse, Telefonnummer und noch ein Bild von irgendjemand und macht einen Hetzaufruf. Natürlich fliegt er runter. Natürlich wird der Beitrag weckern. Das ist eine Frechheit. Das ist Aufruf diese Mobbing oder diese Lynchmob-Aufrufe, um Gottes Willen. Natürlich fliegt er runter. Aber alles andere, was so butterweich ist, das ist ja das Riesenproblem, oder? Das ist auch dieses Thema, wenn sich Leute im Schafspelz verstecken mit harten staatsfeindlichen Sachen zum Beispiel, die am liebsten alle erschießen würden, alle Politiker. Solche Leute verirren sich auch öfter mal daher.
Wie kommt die, ja, meine aber Blüte jetzt aufhängen, erschießen. Ja, sowieso. Aber jetzt mal ganz ehrlich, welche Vorratsdatenspeicherung und welche Kriterien soll ich denn da anwenden, damit die also das, sorry. Geht doch keinen Unsinn, Bummel. Das ist doch jetzt totaler Quatsch, was du erzählst. Du bist nicht der Staat. Du bist nicht Gott. Du bist nur ein Repräsentant von der Piratenpartei. Die haben kann bestimmen, was da passiert und was nicht. Punkt. Das ist einfach so. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe ja die Webseite gemacht für die Piratenpartei. Da gibt es ja auch eine Kommentarfunktion. Ich habe inzwischen keinen Account mehr, weil ich da jetzt nicht mehr mitmache. Aber ich war zuerst Auffassung, man sollte im Prinzip alles irgendwie zulassen, was nicht irgendwie strafrechtlich relevant ist. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, nee, das geht nicht. Weil die gleich mit ihrem rassistischen, sexistischen Scheiß kommen, der dann irgendwie so formuliert ist, dass es irgendwie strafrechtlich nicht relevant ist, aber halt einfach verdammt von der Beleidigung des Kindes, gegangen ist, alles komplett zu löschen, und zwar jeden Beitrag von diesen Menschen, damit die sich nicht mehr blicken lassen. Damit lehne ich mich natürlich weiter aus dem Fenster, dass ich das alles lösche und so, und da haben sich die Leute aufgeregt und so, aber sie kommen jetzt nicht mehr, und ich würde das auch dir empfehlen, so zu handhaben. Nee. Sorry. Wir müssen kein Forum bieten für jeden Vollidioten, der Leute, andere Leute diskriminiert. Also müssen wir nicht machen. Also, nee. Nee, ja, mit Unsinn und Pipapo, dein Einstieg fürs Gespräch war unterwürdig, lieber Corbinian, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und diese Qualitätssicherung als Piratenpartei, ich verstehe, wo du hin willst. Ich werde keinen Blockwart, ich werde keinen Gatekeeper spielen, ich werde keinen Zensuraffen für Kommentare spielen. Ich werde nicht Leute bewerten, wie sie auftreten, wie sie rüberkommen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich werde, wenn übelste Beleidigungen, Spam, ja, absolut, Heil Hitler, Sieg Heil, die ganz einfachen Sachen, natürlich, die kommen weg mit dem Klickbahn, bin ich absolut deiner Meinung. Ich werde nicht am Tag, also jetzt ganz ehrlich, tausende Kommentare oder hunderte zumindest oder dutzende scannen nach, der geht jetzt vielleicht und der vielleicht nicht. Nee. Das ist auch ein Verfahren. Niemals. Facebook hast du keine Möglichkeit, die Dinge freizuschalten, oder? Du musst, es kommt erstmal alles rein, du musst es alles im Nachhinein moderieren, ja, und das ist nicht machbar mit einer Person, das ist unmöglich. Nee, es geht auch mit mehreren, ne? Also alles erstmal freigeschalten, also man muss viel freischalten. Ich würde, also solange ich aktiv für die Piratenpartei bin, also sorry, dass da Idioten, dass da richtige Arschlöcher dabei sind, das ist mir auf Facebook, um Gottes Willen, natürlich. Das sind Gehirnakrobaten drin, da schmerzt es. Also mich wundert es ja, dass ich keine psychologische Behandlung oder irgendwo zu mich auf die Couch legen muss bei dem ganzen Rotz, was ich teilweise lesen muss. Aber ich könnte es mir selber. Ich lösche einmal den Falschen. Geht, also sorry. Darf ich eine gewagte These aufstellen? Ja, nach Turbo darfst du ganz okay. Gewagte. Ja, also zwei Sachen. Zum einen, man verkommt nicht gleich zum Zensor oder zum Blockwart, wenn man für die Einhaltung einer minimalen Netiquette oder Diskussionskultur eintritt. Das ist seit dem Bestehen des Internets gibt es das Problem, dass Leute sich gegenseitig beschimpfen, beleidigen und an den Kragen gehen. Und seit der Erfindung des Internets gibt es auch die Erfindung des Moderators und die Funktion des Moderators. Das hat mit politischer Zensur nichts zu tun, sondern es ist durchaus machbar, einfach gewisse Verhaltensregeln aufzustellen. Natürlich kann man es jetzt nicht einer Person für den gesamten Forum oder die gesamte Facebook-Seite zumuten. Aber also Moderation ist keine Zensur, und diejenigen, die am lautesten schreien, ja, Moderation, ich werde zensiert oder so, das sind ja genau die meistens die Rechten, die Verschwörungstheoretiker und so weiter. Ja, gebe ich dir recht. Jetzt ganz einfach, es gäbe da drin die Möglichkeit. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier alle, die hier jetzt heute da seid, ich verpflichte euch, also alle, die natürlich so einen scheiß Facebook-Account haben, Achtung, die Diskussion, es wundert mich auch, dass noch mehr aufkommen ist, ich verpflichte euch, ihr macht da jetzt mit, ich gebe euch Moderatorenstatus, und jetzt haben wir nämlich ein Problem. Da drin ist kein Logfile, wo man sieht, wann wer wen gesperrt hat. Und jetzt ist da drin einer, der eine Meinung vertritt, die eigentlich schon da interessant in den Kommentaren wäre, der vielleicht sogar Pirat ist, und ein anderer Pirat ist Moderator und der mag den nicht. Herzlichen Glückwunsch.
Also, der Turbo war noch nicht fertig. Entschuldigung, ich bin nur mal reingegrätscht. Ja, macht ja nichts. Er hat es nur geschrieben. Nee, das war fair. Und die zweite Sache, Kira, was du gesagt hast, dass wenn man in Forum als Neupirat oder als Interessent reinschaut, dass man ziemlich schnell den Eindruck bekommt, es sind eigentlich nur Durchgeknallte drin. Also ich habe jetzt für einige Monate so eine ML-Pause eingelegt, jetzt ein bisschen durch die MLs durchgeklickt. Also das bekommt man eigentlich bei jeder ML und da muss nicht unbedingt sein, dass da irgendwelche Verschwörungstheoretiker rumspringen, sondern da ist einfach das allgemeine Niveau unter jeglicher Sau. Und die Aktive ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren so das Sinnbild für sinnloses Getrolle. Also da muss von der Partei einfach besser kommuniziert werden, dass die Mailinglisten, die Foren, auch die Facebook-Seite jetzt nicht dafür geeignet sind, ein repräsentatives Bild von der Partei und von der Parteikommunikation abzugeben. Weil da hilft eben auch keine Moderation und nichts, weil einfach eine Unmenge Leute da unqualifiziert oder schlicht deppert sich verhalten. Also da sehe ich einen einzigen Weg darin, dass man wirklich klar und deutlich und für die, die es nicht verstehen, noch fünfmal wiederholt sagt, okay, das, was bei uns auf dem im Forum oder auf Mailinglisten passiert, hat mit uns echt nichts zu tun und lieber schau mal auf deinen lokalen Stammtisch vorbei. Yep. Das ist bitter für eine Internetpartei, das kann man auch als eine Teilniederlage sehen, aber nee. Jetzt nach all den Jahren sehe ich das wirklich klar und deutlich, auf eine Mailingliste kannst du normalen Menschen nicht schicken. Qualitativ oder von der Dinge, Boris gibt wieder absolut recht. Tut richtig weh. Wo es nicht weh tut, ist zum Beispiel so eine kleine Mailingliste in einem lokalen Umfeld, wo einfach diese Frequenz nicht da ist. Da läuft es super. Der Witz dabei bei der ganzen Geschichte ist, wie mies auch diese Qualität da teilweise ist. Die wenigsten davon sind eigentlich so Piraten, die wo dann irgendwo auf den Parteitag gehen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich mag immer Einzelfälle immer andere Fälle geben. Ich glaube aber, dass allein die Diskussion, dass sie stattfindet, das ist mittlerweile so ein eigenes Schwerkraftzentrum um die Piratenpartei ergeben hat, das ist irre. Es findet von der Frequenz her, behaupte ich jetzt mal, wenn man die Google-Auswertungen Werk sucht, irgendwo was, nimmt das in keiner anderen Partei statt. Das ist jetzt qualitativ mies und das tut weh und Mailingliste des Grauens und keine Ahnung. Aber es kommt, ich glaube da immer nur an irgendwie, dass das doch positiv ausgeht und dass da auch viele, viele positive Dinge rausspringen und nicht nur der letzte Rotz. Und das ist so eine Grundeinstellung zum Internet, die sollten wir uns vielleicht bewahren und deswegen, ich will nicht zum Zen oder ich will nicht darum löschen müssen und Leute prügeln müssen, damit sie jetzt Meinung haben oder ein Niveau erreichen. Ich bin nicht der Erzieher der Nation. Na, aber hallo, plus eins. Wer hatte jetzt noch die steile These? Hier. Eine These? Sag mal. Also ich stelle die gewagte These auf, dass es eigentlich scheißegal ist, was für ein Rotz uns die Leute auf irgendwelche Pinwände und Mailinglisten draufklatschen. Viel wichtiger ist es eigentlich, und eigentlich ist es sogar gut, was die uns machen, weil daran können wir zeigen, dass wir souverän und auch vernünftig mit einfach so einem Scheiß umgehen können. Und ich glaube, das tolerieren oder honorieren die Leute dann. Auch meine Hoffnung. In die Richtung auf jeden Fall. Okay. Jetzt einfach noch viel schlimmer, ganz kurz bevor Wolf schädelt. Jetzt stellt euch mal vor, es gab vor einem halben Jahr mit den Urhebern, gab es zum Beispiel, da wurde in einer Gruppe mit 1200 Mann, sagen ja zum Urheberrecht, wurde der Sturm auf die Piratenpartei Facebook-Page eröffnet. Da waren auf einmal. Hört ihr mich noch? Frauen auch oder nur ja. Männer? Wer denkt in solchen Kategorien? Wer fragt das? Ja, Kabine, ja genau. unabhängig, keine Ahnung. Das waren sowohl als auch, aber Mehrzahl, das, was man als männliches Geschlecht bezeichnet. Also 1:9
so 10% circa. Auf jeden Fall wurde da wirklich krass die Welle geschlagen. Also das heißt so Shitstorm, Empörungswellen, weil in der Partei irgendwas ist. War genauso mit der Agitierrecht, mit Urheber war das so, wie das Ende Februar, März so hochgekocht ist. Das war krass. Die haben jeden Thread gekapert, die haben das Niveau gehabt unter aller Sau. Also wirklich miesestes vom miesesten. Der Witz dabei ist, dieses Problem habe ich noch nicht mal mit irgendwelchen, sehr rechtsradikalen oder richtig diesen auch Verschwörungstheoretikern oder sonst was. Die einzigen zwei waren bisher Tierschützer und Tierrechtler, die irgendwas in den falschen Hals bekommen, also quasi wir werden alle für Sodomie und sonst irgendwas, und die anderen waren die Urheber. Das waren richtige koordinierte Aktionen, um da jeden Thread zu kapern, um da einfach das Bild dieser Partei aufzustülpen. Das hat eigentlich 2 Wochen gedauert. Das war auch die erste Morddrohung für den Job da drin. Das war kein Nazi, das war kein Verschwörungstheoretiker, das war ein Urheber. Und das ist also ein mahnendes Beispiel, zum Beispiel auch dieser Beitrag, den habe ich nur kommentiert. Ja, so weit muss man sinken als Urheber. Die Kollegen, die sollten sich jetzt auch mal an die Nase fassen mit dieser Hetze, weil der hat tatsächlich im Endeffekt so eine, ich fahre zu dir nach Hause und mach dir die Hölle heiß. Das war halt schon krass. Ja, sowas geht ja gar nicht, weil es gibt ja auch Leute, die hier ungerne sprechen, wenn aufgenommen wird, weil sie Angst haben, das könnte ja irgendwann gegen sie verwendet werden, obwohl wir meistens gar keine, ja gut, bei Wortmeldung nehmen wir irgendeinen Nick, aber das muss da schon zum Teil herb zugehen und das ist eigentlich ein No-Go. Wolfschädel. Ja, wegen der abschreckenden Wirkung, da spreche ich mal von mir selber. Also ich muss dabei sagen, ich bin kein Piratenmitglied, bin aber sehr wohl ein Sympathisant der Partei. Und mich schrecken nicht die Verschwörungstheorien ab. Ich habe so ein paar Mailinglisten halt auch abonniert, die da zum Teil ausgetauscht werden, sondern ich komme halt aus Gelsenkirchen, habe deswegen auch die lokale Mailingliste in Gelsenkirchen, sondern vielmehr dieses Sandkastengestreite auf der Mailingliste, nur so als Hinweis. Das ist für mich persönlich viel abschreckender und wirkt auf mich viel unprofessioneller, als wenn ihr mit irgendwelchen Verschwörungstheorien sich gekloppt wird, weil dieses mit den Verschwörungstheorien streiten, da fasse ich immer auf, dass da irgendwer trollt, während diese Auseinandersetzung, welche Arbeitsgruppe jetzt wie und Arbeitskreis jetzt wie gegründet werden soll in Gelsenkirchen, ich viel schlimmer finde. So als Hinweis. Okay, das ist ja auch mal ganz interessant. Corbinian. Also in der ganzen Diskussion heute muss ich mein Fazit dahingehend ziehen, dass ich es eigentlich Unsinn finde, dass wir einen zentralen Facebook-Account haben und ich wäre dafür, ihn abzuschaffen, weil das einfach nicht geht. Also das ist einfach nicht handelbar für eine Person, so eine Verantwortung zu übernehmen. Und Ben ist da die ganze Zeit in den komischen Gewissensbissen, er macht das verantwortungsbewusst, aber ich glaube, einer dezentralen Internetpartei steht es auch ganz gut zu Gesicht, dass man so einen Quatsch einfach nicht mitmacht, dass es eine zentrale Anlaufstelle gibt, sondern vielleicht sollte man diesen Quatsch einfach lassen. Darf ich antworten? Ja. Ich gebe dir sogar recht, Corbinian. Das Problem ist, angenommen, den löschen wir jetzt. Also es gibt ja schon länger einen Antrag, einfach Facebook-Auftritte überhaupt für Bundespartei und auf Landesebene, Schleswig-Holstein und ihren zum Beispiel gelöscht. Ein Account finde ich persönlich aber eigentlich wichtig für... So, nee, also abgesehen davon, sobald wir den löschen und jetzt nicht lachen, ist der Mensch... Nee, stopp, ganz kurz, ich weiß, wo du drauf... Und ich bin auch für dieses Dezentrale absolut... total, und ich diesen Vulkan oder diesen Flaschenhals, dieses Bottleneck, das einer basisdemokratischen Partei absolut unwürdig ist, sehe ich genauso, sehe ich als Riesenproblem, weil ich selbst ich habe Riesenprobleme, wer will atmen, wer macht das noch, wer setzt da nicht seine Ideologie da volle Kanone rein, das ist aua, das tut nur weh im Kopf. Aber wenn wir das killen, diese Seite löschen, 80.000 Leute sind wieder wild irgendwo rum. Du wirst lachen, innerhalb von ein paar Wochen und Monaten zu irgendeinem anderen. Nee, du hast mich jetzt falsch verstanden. Also ich will jetzt nicht die Seite killen, sondern ich will die Seite einfach nur per Bot irgendwie automatisch befüllen und dann lieber so Unterseiten irgendwie machen, wie die halt dann themenbasiert sind oder basiert sind oder keine Ahnung was machen, halt, wo es halt ein bisschen diversifizierter ist, wo halt andere, also wo es zentral gestellt ist. Ja, lass uns da mal drüber reden, bitte. Jetzt ganz ehrlich, denn ich hab sowas
als nicht als Konzept, als technisch gleich, ich kann es nicht von heute auf morgen aktivieren, aber es ist nichts anderes wie User-Generated Piraten-Content. Das ist zum Beispiel PMs automatisieren da drauf und Verweise zu Thema XY, geh hier in die Arbeitsgruppe so und so oder Arbeitsgemeinschaft so und so. Geht in eine ganz ähnliche Richtung. Das wäre absolutes Traumgeschichte. Man muss nur aufpassen. Ich habe immer die Angst, dass man im Endeffekt mit so Automatismen, dass man absolut die Minderheitenmeinungen oder Minderheitenschutz komplett in die Ecke stellen. Also es ist jetzt nur vielleicht ein bisschen abstrus oder ein bisschen weit hergeholt, aber ich sehe es zum Beispiel an dieser elendigen Diskussion mit der Nuklearia, die vielleicht, keine Ahnung, in der Partei, schätzt mal, ich schätze, dass 95% gegen Atomkraft sind, 5 vielleicht da für die Nuklearia sind, oder 90 zu 10 oder was auch immer. Nicht Turbo ist da. Nee, das macht ja nichts. Nee, ist mir egal, das ist ja auch nicht schlimm. Und nach den Erfahrungen gestern mit diesem Plakat, habe ich mir heute Vormittag, hey, unsere Partei hat sich laut Bundesparteiprogramm mit Umwelt, mit Nachhaltigkeit etc. eigentlich dagegen. Trotzdem gibt es Leute, die in der Partei sachlich oder irgendwie an Themen arbeiten und das findet statt. Das ist doch nicht schlimm, oder? So in die Richtung, in diesem Tenor. Richtig. Und jetzt, ich habe immer Angst bei diesen Automatismen, dass wir halt nur noch die Partei oder diese Mehrheit, die mit 51% gewonnen hat oder zwei Drittel dann gewonnen hat, dass diese anderen 20, 25, 30% einfach tot sind. Und du musst es umgekehrt sehen. Also momentan schauen alle auf den Piratenpartei-Account und sehen nur irgendwie nichtssagende Links, die irgendwie nichts aussagen, halt die Partei Meinung vertreten, nur bis die ganzen Gewissensbissen. Wäre es nicht viel besser, wenn es einfach 50 Accounts gäbe von Leuten, die sich inhaltlich mit den Dingen beschäftigen und Leute sich darauf stürzen? Also dann wäre doch viel mehr möglich. Ja, wenn du mir die ganze Bevölkerung da draußen so änderst, dass sie genau in so dezentral denkst wie du und vielleicht auch ich einen Teil, dann haben wir es geschafft. Ja, aber geht nicht wirklich so eine Lösung, was ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, wie unter Sonstiges, wo dann auch sich alle möglichen Leute austoben können und wo auch schräge Sachen rein können, wo das relativ offen ist, bis auf strafrechtlich relevante Sachen, aber ansonsten alles gesagt werden kann und auch abstruse Sachen, dann hat man quasi diesen originellen Teil ausgelagert in einem bestimmten Bereich und das finde ich dann auch wieder okay. Ja, das Problem ist halt bei Facebook, es ist nicht klar, was es ist. Bei Twitter ist es klar, dass es hauptsächlich ein Proklamationsmedium ist. Also man verschickt Informationen und Links und so weiter. Bei Facebook ist es im Prinzip so eine Mischung aus Twitter und einem Forum. Und das ist das Problem, dass es nicht klar ist, was es eigentlich sein soll. Und ich glaube, man könnte es auch unterscheiden zwischen einem, dass man verschiedene Accounts hat. Ein Account, der halt nur dafür da ist, quasi die Parteiproklamationen zu verbreiten, einer, der wirklich für Diskussionen da ist oder so. Und momentan ist es halt so eine Mischform und du hast da die ganze Zeit Probleme damit, das zu unterscheiden und zu entscheiden, was jetzt wo reinkört. Es ist täglicher Mindfuck und schwierig und fipapo. Multiple Choice, keine Ahnung. Also es ist, wie gesagt, nochmal, lass uns da mal was machen in die Richtung. Bin ich absolut sofort dabei, sobald wir das irgendwie dezentralisieren können, bin ich sofort mit dabei. Bis dahin, auch die Überlegungen, ich meine, wir haben jetzt keine Kohle, wir können uns jetzt keine Social Media oder keine, diese Geschichte, also die SG Presse müsste rein theoretisch, SG Presse, diese SG Social Media müsste eigentlich genauso für Social Media wie für die SG Presse, so müsste das eigentlich funktionieren, dass es einfach sauber ist oder sauberer. Das Krasse ist mit dieser Welt, mit Social Media, mit der Geschwindigkeit, wenn ich die Chance habe, ein Piratenthema aufzugreifen vor Netzpolitik, vor allen anderen Parteien, vor mal ganz blöd dahergeredet, vor einem Chaos Computer Club und kann man das Thema irgendwie aufgreifen, hey, schaut mal hin, da ist das und das, Parteimeinung ist laut Parteiprogramm so und so, helft mit, pipapo, dann ist das Gold wert. Das ist rein von der einfach für uns, für Bundestagswahl, das ist ein populistisches Dreckstool. Ich hasse es selber, aber es bringt uns leider so weh, es tut einfach Stimmen. Aber ist es nicht irgendwie auch Aufgabe des Bundesvorstands, sich darum zu kümmern? Also Außenwirkung und so, das ist... Ja. Bundesvorstand vierteilen. Was will der denn? Jetzt muss ich doch mal unterbrechen, weil ihr könnt nachher noch unter euch reden, Harry und Nineberry dran nehmen und dann schreibe ich einfach Corbinia wieder drunter, dann könnt ihr wieder weiterreden.
Harry. Harry, fahr den Beitrag vor. Harry, eingepennt. Zu viel Wein, Harry. Nein, Barry. Okay, mal zurück zum eigentlichen Thema. Verschwörungstheorien. Und zwar, es gibt da auch einige durchaus hochrangige Piraten, die auch so ihre kleinen Verschwörungstheorien mit sich tragen. Ich war da sehr schockiert und erstaunt, als Kungler eines Nachts auf diesem Piratorama gesagt hat, er glaubt zum Beispiel nicht an den durch Menschen beeinflussten Klimawandel und er hätte das in irgendeinem Buch von Michael Crichton gelesen und da würde irgendeine Industriemafia dahinter stecken, um Geld zu verdienen, zu erzählen, es gäbe diesen Klimawandel. Und da bin ich dann vom Stuhl gefallen und finde es schon ein bisschen komisch, ja, wie sollte man damit jetzt umgehen zum Beispiel? Ja, das ist ja nicht, nicht wirklich Gefährliches, also es ist jetzt keine rechte Esoterik-Verschwörung, das ist so ein Standard Wirtschaftswissenschaftler-Verschwörung. Aber wie geht man damit um? Hast du ihn mal angesprochen drauf? Der kriegt einen Grundkurs von der AG Umwelt, das finde ich eine gute Idee, kommt gerade von The Bug, ich weiß nicht, ob Bernd Thüring, aber das sollten wir wirklich ins Auge fassen. Vielleicht kommt da der dicke Engel bei euch vorbei und wir, das ist auch ein gutes Thema. Redet's mit den Leuten, labert's sie direkt an. Denn es ist ja kein Mensch vor Fehlern gefeilt. Es ist vielleicht ein vielleicht hat sich der Kungler mal verlaufen oder vielleicht hat er das einmal, vielleicht ist es ihm tatsächlich plausibel. Da kann er ja nichts dafür, dann lebt er in dieser Welt. Da gibt's Tausende, die wohl in irgendwelchen Theorien leben und die Welt schaut so aus und das ist jetzt ganz schlimm, für einen anderen ist das stinknormal, etc. Einfach reden miteinander. Leute, und diskreditiert die bitte nicht vorab, dann, dass die so in, was weiß ich, auch über in rosa Wolken schweben und da das totale Outsider-Meinung ist, ihr wisst es ja nicht genau. Also wenn dann müsst ihr euch mit dem richtig auseinandersetzen. Ja, aber der AG Umwelt traue ich das auch zu und wir haben ja genau. Nicht gesagt, dass wir jetzt darüber entscheiden, sondern die AG Umwelt hat sich damit auseinandergesetzt und die können auch dich aufklären. Stefan, auch für dich eine Chance. Harry, bist du jetzt wieder sprechbereit? Harry, jetzt habe ich dich zweimal aufgerufen. Also wenn du nichts sagst. Pech. 3, 2, 1, 0, Corbinian. Nächster Kandidat, ich habe nichts zu sagen. Stefan? Ja, ich wollte jetzt nochmal, bei Attac war jetzt auch wieder, ich habe da die falsche Vorlesung da verpasst, irgendwie bei der Attac Summer Akademie, aber habe ich auch wieder welche getroffen und die Vorstellung halt, dass 6 Grad die Durchschnittstemperatur auf der Welt steigt und wir dann alle absaufen oder so, ist meines Erachtens überzogen irgendwo. Also da AG Umwelt muss ich mal nochmal reinlesen, was genau die für Quellen haben und für was die so stehen, wie sie es einschätzen. Aber die Sache ist ja die, da können ja Forschungsstudien davon, die bekannten Studien da sein, können da Prognosen dahin bringen, wie sie wollen, bis zum Jahr 2050. Der Punkt ist dann, wie reagiert man darauf? Was ist dann schlüssig für Konsequenzen daraus zu ziehen? Und da finde ich, da streiten sich wirklich die Geister oder scheiden sie sich, weil da ist gerade das Populäre da, was man so viel liest, auch bei den Grünen und also diese Anti-CO2 oder diese Emissionszertifikate. Handel, der da dagegen das unter Kontrolle bringen soll und das einschränken soll und dann dass man nichts mehr ausstößt und dann kommt es gar nicht so auf uns zu, wie das so uns das Schreckensszenario da so gemalt wird. Das halte ich halt auch für teilweise Humbug irgendwo oder Hokus Pokus, weil es bewirkt halt nicht immer das, was dann manche Studien da anbringen, was es bewirken soll. Also für zum Beispiel eben der Klimazertifikate, Emissionszertifikatehandel bringt halt zum Beispiel gar keinen Vorteil. Wir bewegen uns jetzt wie immer so nach 2,5 Stunden immer weiter vom Thema weg
Und ich wäre jetzt dafür, dass ich die Aufnahme stoppe, weil wir haben da fast 2,5 Stunden. Ich hoffe, Bumel wird das dann auch irgendwann in Facebook verlinken. Das ist immer auf der Wiki-Seite vom Dicken Engel. Also da gibt es ganz viele Sachen, die jetzt schon stattgefunden haben. Also manche, die sind vielleicht lohnend. Keine Ahnung. Ich höre mir das ja nicht an. Ich bin dabei. Ich bedanke mich sehr dafür, dass er gekommen ist. Ich bedanke mich bei allen, die ja auch was gesagt haben. Würde jetzt ganz gerne aufs Klo gehen, nach unten ziehen, die Aufnahme beenden. Und Wolfs, wo bist du nochmal? Wolfsfelle hier. Du stoppst dann die Aufnahme bitte auch, weil dann können alle nochmal irgendwie ins Unreine reden. Und ich hätte eine große Bitte an Per Plex. Ist er noch? Ja, der ist noch da. Könntest du ein bisschen dazwischen moderieren, falls es irgendwie doof wird? Ich versuch's. Ich bin noch 10 Minuten da, weil das sind noch Fragen offen, Textfragen. Oh. Ja, dann mach doch. Kurz lesen. Auszug aus der Facebook-Seite von Die Bandbreite. In den Liederbestenliste-Charts von August 2010 erklomm die Blablabla mit ihrem Song Was ist los in diesem Land den 3. Platz. Dieser Song, ja, okay, schön. Auszug aus Wikipedia. Die Liederbestenliste ist eine seit 1984 bestehende Kritiker-Hitparade für deutschsprachige Liedkunst. Okay. Die Jury der Liederbestenliste besteht aus Musikkritikern und Radiojournalisten. Die personelle Zusammensetzung ist dabei über Jahre relativ konstant. SWF, SWR-Zeiten, Wo ist da die Frage? Okay, das ist, Entschuldigung, jetzt habe ich es verpeilt. Ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich eine Frage. Das ist einfach nur Info. Ja, das sind nur... Sorry. Und ich glaube, wir können jetzt aufhören, wieder aufnehmen. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Und danke euch und bis gleich. Genau. Und